Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich willkommen bei Simrace TV. Heute Montagabend zum GSMF Porsche Cup auf der Race Day Speed Association. Und ich begrüße ganz recht herzlich natürlich wieder Jens Burkott. Schönen guten Abend, Jens. Einen wunderschönen guten Abend, Lutz, und herzlich willkommen hier aus Monaco. Den Abend werden wir mit viel Action und Spannung füllen und ja, freut mich auch drauf. Ja, da gehen wir mal von aus. Ich bin mir noch nicht so wahnsinnig sicher, was wir für eine Action und was wir für eine Spannung sehen werden. Aber ich kann mich an die letzten beiden Saisons erinnern. Da ging es einigermaßen. Also ich glaube so, ich glaube, wir hatten immer ganz tolle Befürchtungen. Und hier ist eigentlich relativ wenig passiert. Wohl, weil die Herrschaften doch wissen, dass es hier besonders gefährlich ist. Leitplanken, Dschungel. Monte Carlo, genau. Ja, werden wir mal schauen. Und genau, wollte ich nur recht geben, die Jungs können sich tatsächlich zusammenreißen. Hier in Monaco beweisen sie es immer wieder und wenn wir sie auf anderen Strecken da nochmal drauf ansprechen, hat es wieder vergessen. genau. Ja, also hier ist es, hier funktioniert es und auf anderen, nee, kann man ja so nicht sagen. Sie sind ja schon im Großen und Ganzen ganz brav. Wenn ich mir allerdings den Strafenkatalog vom letzten Rennen, von der letzten Rennauswertung angucke, muss man das brav, glaube ich, etwas in Anführungstitel setzen. Das ist wohl, glaube ich, nicht so ganz gelungen, was da passiert ist. Es war aber auch ein bisschen streckenbedingt. Das sind ja hauptsächlich Strafen, die das Cutten betrifft, gerade im Qualifying und sagen wir ehrlich, der A1-Ring hat einfach unglaublich viele Ecken, wo man mal ganz schnell neben der Linie sein kann und dadurch einen Vorteil hat und das hat eben diese Konsequenzen zur Folge. Dieses Cutten hier um Monaco wird ein bisschen schwieriger, wenn du hier cuttest, kannst du dein Auto direkt abstellen, weil dann fehlt dir mal ein bisschen was, weil da war die Leitplanke. Also, ich bin sehr gespannt. Wir haben auch wieder, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Fahrer sind gerade aktuell da? 21? Ja. Also, es wird ordentlich was los sein. Wir werden ja so eine Menge direkt erleben. Und, sagen wir mal ehrlich, die Spannung in dieser Saison ist so hoch wie noch nie. Das ist richtig. Wir haben wieder wunderbare Grafiken für euch vorbereitet, beziehungsweise der René Herzig hat das gemacht und wir haben sie eingestellt. Die werden wir euch nachher im Warm-up zeigen und ja, werden wir mal gucken. Also, großartige Geschichte. So, momentan ist, ja, oh, ich sehe gerade, es ist wieder die Zeit nicht eingestellt. Deswegen müssen wir auf den Server gucken. Nee, brauchen wir eigentlich gar nicht im Server gucken. Das erste Qualifying geht über, jetzt muss ich erstmal überlegen, 15 Minuten. Und somit sollten wir noch 10 Minuten hier haben in diesem ersten Qualifying. Und daher sind auch die Platzierungen hier momentan nicht so wahnsinnig interessant. Also das ist jetzt, interessant ist vielleicht, dass momentan René Herzig vorne steht, vor Christian Rückert. Und ich bin mal gespannt, ob eine 33 heute zu sehen ist. Momentan halten wir uns noch bei 35er Zeiten auf. Ich habe aber im freien Training gesehen, Christian Rückert mit der 34.2. Also soweit sind wir da nicht weg. Und da sind wir mal bisschen gespannt, ob das funktioniert. Ja, jetzt kommen dann schon die ersten 34, nämlich eine 34.448 vom René Herzig. Gucken wir mal einfach. Ja, sehen wir. Die Verbesserung umfasst eine Sekunde. Also ich denke, wir werden hier gerade zwischen den beiden noch ein deutliches Ping-Pong erleben, was die Zeiten betrifft. Aber ob sie richtig die Hosen runterlassen, werden sie gleich erst im zweiten Qualifying. Ja gut, also sie müssen natürlich erstmal in die Top 10 fahren, das ist klar. Ich denke mal, mit den Zeiten haben sie das geschafft. Christian Rückert vielleicht noch nicht so ganz, aber mal gucken, was ihm, ob er hier nochmal, er kommt jetzt hier gleich über Start und Ziel und das wird auch eine 34er Zeit, 72.000stel hinter René Herzig im Moment. Das ist schon deutlich, denn der dritte Mario Schiri, alles andere als langsam, hat gerade aktuell 1,9 Rückstand auf den René Herzig. Da muss noch ein bisschen nachgelegt werden. Aber gut, momentan haben wir 13 Zeiten und der 13. hat fast 10 Sekunden Rückstand. Also da wird der ein oder andere sicherlich noch nachholen. Ja, ganz sicher. Also 88.000stel jetzt hier Rückstand für Rückert im ersten Sektor. Aber das ist vielleicht gar nicht so spannend, Jens, weil eigentlich geht es so ein bisschen mehr um Platz 10 jetzt im Moment, oder? Absolut. Da haben wir aktuell den André Burger,
der sich noch qualifiziert hätte, aber gerade schon wieder erledigt mit genau. Der Elfter. Wir haben aber auch noch, wenn ich gerade mal eben überschlage, 6 Leute Zeit. Also wir müssen einfach uns noch mal ein bisschen zurücklegen und ab und in den letzten 2 Minuten mal deutlich auf diesen Platz 10 schauen, weil, wie gesagt, das sind die Fahrer, die dann im zweiten Qualifying noch mal auftauchen. Hier hat man es auch schön gesehen, die Bodenschweller. Wenn hier versuchst zu cutten, dann machst du einen schönen Sprung über die Waldflanke direkt in den Pool. Also auch genau. Das ist nicht wirklich empfehlenswert. Naja, wenn man Schiebe da hat, schon. Also. Ne? So, André Burger fährt auf Platz 4. Stimmt, hier in Monaco brauchst du Downforce ohne Ende, also Schiebe darauf, ein bisschen Luft ja, genau. Blasen lassen. Das ist ja gut möglich. Ja, also André Burger auf der 4. Position jetzt und damit ist Dirk Sassmannshausen unser neuer 11-Platzierter, der jetzt hier um die 10. Position battelt. Aber müssen wir gucken, also zwischen Mario Schiwi auf Platz 3 und Dirk Sassmannshausen auf der 11 haben wir gerade mal eine halbe Sekunde. So eng ist das hier beisammen. Und wie gesagt, Steffen Streblow, Stefan Bäumer, Edgar Ostermann, Axel Schweiger, Dennis Erne, Andreas Braun, die haben noch gar keine Zeit da stehen. Also ja, Steffen Streblow fährt auch keine, weil der darf nicht. Da hast du vollkommen recht. Ja, und und Robert Stratner, Edgar Ostermann, Michael Würz, Andreas Braun, die dürfen jeweils nur eine zweite Runde fahren. Also für die wird das hier, das ist glaube ich die Höchststrafe hier in Monaco, weil das ist fast unmöglich, upsala, ja genau, und das ist fast unmöglich hier auf den Punkt eine saubere Runde hinzukriegen und dann vor allem noch im ersten Zeittraining, wo es ja dann doch auch mehr oder weniger darum geht, eine freie Runde zu bekommen. Also das muss man schon ziemlich gut timen, dass das hier, dass man doch einen akzeptablen Platz einfährt mit nur einer gezeiteten Runde. Wir haben es gesehen, Christian Rückert und auch René Herzig, also die Top-Fahrer hier im Moment, haben erstmal 2-3 Runden gebraucht, bevor sie eine gute Zeit gefahren sind. Klar, es ist eine Strecke, da musst du dich einschießen, ohne Frage. So, jetzt gucken wir mal meinen Lieblingsschwaben zu. Der Herr Sassmannshausen. Dennis Erner ist jetzt vorgefahren auf die 4, direkt hinter Maxi Wolter, der sich auf der 3 momentan befindet. Also die Zeiten werden auch vorne jetzt ein bisschen enger, obwohl René und Christian jetzt immer noch eine Sekunde weg sind. Wie immer ja, die beiden das machen. Ja. Und die Frage haben wir uns in der letzten beiden Saisons auch regelmäßig gestellt. Also ich wäre dafür, dass man alle Fahrer dazu verdonnert, für 38.800 Euro einen Faux Racer Playseat zu kaufen, voll Full Motion, also komplett Force Feedback mit allen drum und dran, 3 Monitor und so weiter. Und dann sollst du mal sehen, wenn die dann so fahren, wie sie das hier so gewohnt sind, dann wird die Disziplin relativ schnell sehr, sehr gut werden. Weil die ganze Woche mit blauen Flecken rumrennen will auch keiner. Dann hätten wir wahrscheinlich wieder Probleme, nach Interviews durchzuführen. Man sollte alle auf die Mikrofon gespuckt haben. Ich tippe mal eher auf abgebissene Mikrofonknöpfe. Auch schön, ja. Ja, aktuell nochmal so. Auf den Platz 10 einzugehen. Phil Ostaszewski befindet sich dort und hat 14.000stel Vorsprung auf Enrico Herzig, beziehungsweise 87.000stel auf Dirk Sassmannshausen, beziehungsweise 89.000stel auf Michael Wirz. Also viel enger geht's nicht mehr. Nee. Und wir sind jetzt bei Enrico Herzig, weil der versucht jetzt hier nochmal eine gezeitete Runde zu fahren. Wenn ich mal so richtig überschlage, ist das Qualifying jetzt eigentlich vorbei, ne? Ich habe hier eine Ansage. Ich sehe hier am Server, was die Rennleitung hier durchgibt.
Nur weiß ich nicht, wann er das geschrieben hat mit den 7 Minuten. Ah, Enrico überfährt das Auto hier mächtig, also das wird nichts. Nee, das wird definitiv nichts. Weil jetzt hat er schon 1,6 Sekunden Rückstand. Jetzt macht er auch noch Platz, also das wird hier definitiv nichts. Stefan Bäumer bei seinem Comeback gerade vorgefahren auf die 10. Mensch, mein Lieblings-Hannoveraner. Ist das schon ein Grund, ihn ins Interview zu holen, oder? Ja, ja. Und jetzt wieder zurückgefallen auf die 11. Also, so schnell geht das. Und zwar mit 16.000 Rückstand auf den Fred Wunke, der auf Platz 10 fährt. Also, das sind wieder Abstände. Dafür liebe ich diese Rennserie hier. Oh, der Herr Herzig hier mit demolierten Auto, der Polsetter, der momentane. Ja, da haben wir einen. So, Fred Drunke fährt noch. Jetzt, ich traue mich ehrlich gesagt jetzt nicht René Herzig, der jetzt hier das Quali-Steuerzeit, also die Zeiten durchgibt, irgendwie ins Handwerk zu fuschen, weil ich jetzt nicht weiß, was der sich da ausgerechnet hat. Ich gehe mal runter. Tja. Wenn wir beide mal richtig rechnen würden, von 45 Minuten, wäre dann bis an der Endzeit 30 Minuten. Der René hat aber auch jetzt geparkt und hält das jetzt im Auge, wer vor dem Ablauf, also bevor wir 30 Minuten Restzeiten haben, wo die Startziellinie fährt, darf die Runde noch zu Ende fahren, den Rest wird der René abgeben. Ja, da bin ich mal gespannt, wie er das schreibt, weil bei mir wurde es immer missverstanden. Und bei 30 Minuten schreibst, Zeit ist abgelaufen. Dann fahren die alle in die Box. Auch wenn sie auf der schnellen Runde sind. Wahrscheinlich schreibt er gar nichts, sondern holt nur die Leute rein, die dann danach wohl gefahren sind. Dann ist das überraschend. Der wird's schon Der wird's schon machen, genau. Ich sehe gerade Edgar Ostermann vorgefahren auf die 5. Damit haben wir das SA-Team auf Platz 4 und 5. Was mich besonders Das kannst du so nicht sehen. Das kannst du so tatsächlich nicht sehen, weil uns Edgar wird dann. Also der wird dann auf Platz 10 stehen. Bestenfalls. Also falls er jetzt nicht nur verdrängt wird, was ich nicht glaube, aber hoppala, Herr Donke. Das war jetzt aber nicht nett. Und dann auch noch Escape gedrückt. Also. Ja. Also Edgar hat auch, glaube noch irgendwie. Ja, der darf nur eine schnelle Runde fahren und darf nicht ins Q2. Geh mal auf die 11, bitte. Entschuldige, ich dazwischen gerätsche. Der ist auf Platz 11 und hat seine persönliche Bestzeit gefahren im ersten Sektor. Ja, da hat man gerade 98.000 Rückstand auf die Spitze. Und hat nur 51.000 Rückstand auf die Exzessmannsseite. Auf der 10, also hat eine Chance, sich da vorne reinzuschießen. Jetzt glaube, das wird jetzt eng. Das hat er schon ein bisschen angesetzt. Totales Untersteuern gehabt. Oh Leute, die Katz, das wird spannend. Das wird spannend. Aber noch was alles drin für den Phil, weil er hat nur 9000 Rückstand auf seine letzte Zeit. Kriegt einen guten letzten Sektor hin. Reicht es für Platz 10. Platz 7. Wow, Platz 7. Wahnsinn. So, damit ist Enrico Herzig nach wie vor auf der 10. Der letzte, der fährt, ist der Thomas Kühn auf der 15. Nee, ja. Ach so, ja, stimmt.
Ich glaube, der fährt, der kommt in die Box. Der ist auch in die Box gefahren. Also das hat wunderbar geklappt hier mit den Zeiten. Ich bin begeistert. Damit haben wir ja die Top 10 vollständig, würde ich mal sagen. Und der Christian Rückert steht auf der provisorischen Pole vor René Herzig. Jetzt sind es nur 36.000. Das wird da eine ganz, ganz heiße Kiste bei den beiden. Maxi Wolter ist noch am nächsten dran auf der 3 mit 6/10 Rückstand und dann sind wir schon im Sekundenbereich mit Dennis Erner, Edgar Ostermann, Fred Donke, Phil Ostaszewski, Mike Kolosche, Mario Schilli und Enrico Herzig ist in der Top 10. Ja. Finde ich klasse. Ja, das ist lange nicht gewesen. Weiter geht's dann mit, ja, nach eingefahrenen festen Positionen. Die Strafen kommen dann noch oben darauf. Auf der 11, Dirk Sassmannshausen, André Burger auf der 12, Stefan Bäumer auf der 13, Michael Wirz 14, Thomas Kühn 15, Axel Schweiger 16, 17, Kurt Mildenberger vor Lars Borkowski, Steffen Stebro und Andreas Brohne gezeitete Runde. So. Ja. So, jetzt sind wir im regulären Qualifying. Da oben, dann stimmt jetzt auch die Zeit, weil die kann man ja bequem am Server einstellen. Und ja, und dann wird das jetzt gleich losgehen. Das heißt, wir werden, ich glaube, erstmals Enrico Herzig im Top 10 Quali sehen. Finde ich schon eine starke Leistung. Einer von den Herzchens kommt auch gleich mal aus der Box. Ja, 10 Minuten sind nicht viel Zeit. Auch mit 10 Leuten musst du hier irgendwie eine freie Runde finden. Und mehr als zweimal eine schnelle Runde kriegst du da nicht hin. Nee, definitiv. Und das ist auch, ja, ich meine, auch ohne Verkehr ist es schwierig genug, hier eine vernünftige Zeit zu fahren. Und, ja, wir werden sehen, was passiert. Das zweite Zeittraining. Ja, gehen wir, suchen uns mal irgendeinen. Ja, genau der steht noch in der Box. Super. Mario Schilli ist der Erste, der gleich auf eine Zeit irrt. Ah, gelogen. René Herzig ja, klar, auf der 2. Ja, ganz vorne, genau. Der war ja ganz schnell draußen. Oh, die beiden Herzigs waren zusammen draußen. Ne? Lass uns doch mal hier eine Runde vom René angucken. Das ist doch auch einer unserer Pole-Kandidaten. Und ja, gönnen wir ihm das doch mal. Oh, direkt diese erste Kurve, da musst du so viel Schwung mitnehmen hier den Berg hoch. Das geht zwar dauernd links und rechts, aber ja, er reißt hier wirklich, ja, was haben sie hier, 200, jenseits der 200, da musst du hier schön tief reinbremsen, dritter Gang, warten, bis die Kurve wieder gerade wird und hier, boah, wieder eine Curve raus, schnell mal rechts über die Bodenwelle umfahren, das Auto wird zusammenbremsen, ja, zweiter Gang. Und dann eine der potenziellen Optionen mal versucht zu starten, ist hier diese Spitzkehre, wo die Leute wirklich kurbeln müssen, um rumzukommen. Dann haben wir jetzt hier die 9, zweimal Doppelgrad, doppelrechts 90 Grad und dann geht's hier ab in den Tunnel. Der Knick, ich weiß gar nicht, hier der Knick mit den Kisten voll. Das ist gerade mal zu sehen. Bin mir nicht ganz sicher, auch nicht ganz. Ja. Fünfter Gang und dann hier einmal zusammenbremsen um die Schikane rum. Das Schwimmbad und dann wieder ganz knapp an der Leitplanke vorbei, wie was überall hier. Jetzt kommt eine super schnelle Linkskurve, eine ganz überhaupt sehr schnelle Passage in dieser Links- und dann Doppel hier links-rechts-Schikane, da kannst du es richtig fliegen lassen, da musst du es zusammenbremsen, hier ganz knapp an der Leitplanke vorbei und hoffen, dass du die Pötter auf der linken Seite nicht erwischt. Ja, dann fährst du hier links rum, wo der Schuhmacher mal so glorreich geparkt hat. Ja, und dann fährst du an der Boxen einfach vorbei und dann mit ganz viel Schwung wieder um die Ecke, nicht die Leitplanke links küssen, Auto nicht zu viel rutschen lassen. Und dann hier wieder rausbestreuen. Also Arbeit ohne Ende hinten zu fahren. 34,7 so. Ist für so ein. Ich habe mal einen Versuch, der ist mal ganz ordentlich. Ja, er hat eine halbe Sekunde Vorsprung hier gehabt, aber
Eben, das sah nicht wirklich schnell aus. Dieser war so ein bisschen auf den, auf den Abweisern hängen geblieben. Und mal gucken, was geht. Ah doch, das könnte aber schon ziemlich... Jo! Nee, wow. Die fahren nicht absolut die identische nein, Zeit, nein, 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 das nein. Ist ein Zehntel Unterschied, also 102.000, ja. Um genau zu sein. Okay, ich habe es gedacht. Aber so, René hat sich aber schon wieder... Genau. Genau, René liegt schon wieder eine Zehntel schneller. Ja, da fahren die Jungs hier doch zwei Runden am Stück. Macht ja auch Sinn. Da hast du dich einmal ein bisschen eingeschossen, die Reifen auf Temperatur gebracht. Phil Ostaschewski, nein, Dennis Erle aktuell auf der 3, Phil Ostaschewski 4, Enrico 5, Maxi Wolter 6. So, jetzt kommen wir zum zweiten Sektormesspunkt. Und 29.000. Die beiden liefern uns genau den Wetter, den wir erwartet haben. Die werden hier im Hundertstelbereich auseinanderliegen. Finde ich genial. Wow. Und es reicht 7 Zehntel. 33,908. Das ist die 33. Es ist ja der Brüller. Was hat er denn da für einen Sektor rausgehauen? Das ist ja... Ja. Und Rückert ist hier nochmal schneller. Ja, aber den letzten Sektor, da wird das wieder verlieren. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Nein, nein, nein. Also stimmt, hast du recht. Hat er, im letzten Sektor hat er wieder 4 Zehntel verloren. So, jetzt weiß ich nur nicht so wirklich genau, ob er jetzt noch eine Runde... fährt, ob er noch Reifen hat dafür oder Sprit. Im günstigsten Fall beides. René ist im ersten, das Christian jetzt nicht mehr, aber René ist im ersten Sektor 169.000 noch mal schneller. Der liegt tatsächlich noch mal nach. Ja gut, aber verbessern wird er sich nicht. Der René kann sich noch verbessern. Bitte? Der René kann sich noch verbessern. Der René hat persönliche Bestzeit oder absolute Bestzeit. Ja, aber der steht doch schon auf 1, oder? Gut, er kann sich nur zeitlich verbessern. Alles klar. Jetzt bin ich bei dir. Ja, Maxi Wolter eben im ersten Sektor nur 10.000stel Rückstand auf die Zeit von René Herzig. Ich behalte die Zeiten mal im Auge. Der René hat auch im zweiten Sektor noch 400 zu Vorsprung, aber ich glaube nicht, dass er den zweiten, letzten Sektor noch mal reproduzieren kann. Na, was sagen wir mal, der hat sich noch mal zeitlich verbessert. Unglaublich. Der Herr Wolter versaut seinen zweiten Sektor mit 1,336 Sekunden Rückstand, von daher keine größeren Aufstiegschancen hier zu erkennen. Also der René hat eine Linie gefunden im letzten Sektor, die kennt anscheinend kein anderer. Das ist der absolute Wahnsinn. 24,2 fährt er im letzten Sektor. An der Rückert... Ich nehme alles zurück, der Rückert ist 24,1 gefahren vorhin. Als er den schlechten ersten Sektor hatte. Er hat so davor die beiden Runden nicht zusammengekriegt. Okay, gut. Da hat der René einfach seine guten Sektoren alle in eine Runde gepackt. Aber ich denke mal, der Christian, oh, der hat noch eine halbe Runde zu fahren, der wird es noch mal schaffen. Vielleicht. Dennis Erner auf die 4, Phil Ostaschewski fährt jetzt noch mal raus. Ja, kann er. Zeit ist noch. Gab eine ganz klare Ansage, was die Boxenausfahrt betrifft. Gnade euch Gott, ihr fahrt über die Linie. Ja, den Mr. Kolosche. Geh mal bitte zum Christian. Christian hat 1000stel Vorsprung nach dem zweiten Sektor. Auf der 2. Ah, 1000stel auf seine Zeit. Okay. Nichtsdestotrotz. Ja, ein Zehntel zurück. Ja. So, ich denke mal, er wird es jetzt nochmal versuchen.
1,3 Sekunden Rückstand. Wow, 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 wow. Das dürfte es eigentlich schon gewesen sein, weil perfekter als Herzig die Runde gefahren ist, kann man eigentlich kaum noch fahren. Und das war schon ein grober Schnitzer eben. Ja, ja, das war's. Halbe Sekunde definitiv. Schon. Also das wird er nicht mehr aufholen. So, Herr Schiele hat dann auch mal eben noch ein bisschen die Mauer geküsst. Also ich habe jetzt gerade mal hier die Zeiten durchgewittert, von denen wir noch auf der Strecke sind. Da ist bei keinem mehr eine Verbesserung zu erwarten. Die Jungs sind die 10 Minuten tatsächlich durchgefahren. Mario Schiele Dritter. Jo. So, Maxi Wolter. Was kann der noch heißen? Er war ja nun schon mal Dritter, also vielleicht holt er sich den ja mal wieder. Ups, nee, so nicht. Also auch das war dann erledigt. Dennis Erner auf der 5. Phil, darf der fahren? Ja, der darf noch fahren. Wir haben noch, die Zeit ist noch nicht abgelaufen. Phil Ostaszewski. Oh, der erste Sektor war schon beschafft. Ja, ich kriege auch gar keine Zwischen... Ach doch, jetzt. Ja, ja, das können wir knicken, da kommt nichts mehr. Maiko Losche auf der 7, auf der 8, Fred Dohnke auf der 9, Enrico Herzig, gucke an, nicht 10. geworden. Edgar Ostermann ist 10. geworden, warum? Weil er jetzt nicht fahren durfte. Ja, ich bin froh, dass du die Strafen alle im Blick hast. So, das sieht jetzt mal so aus, als ob wir hier jetzt wirklich durch wären. Christian Rückert ist noch auf der Strecke. Ich bin mir jetzt nicht sogar... Phil Ostaszewski ist bestimmt seine Inlap. Wir gehen mal schauen, was der Christian hier macht. Aber ich denke mal, oh, der sieht aber noch nach Rennspeed aus. Nee, nee, mit 1,5 Sekunden Rückstand nicht mehr. Ich denke mal, wenn die wirklich durchgefahren sind, dann sind die Reifen jetzt auch nicht mehr Quali geeignet. Ja, er kommt rein. So. Der Daniel Borowski hat sich entschuldigen lassen, der schafft es heute nicht mehr. Ja, mein Gott, da ist es halt so. Das wird ihn sicherlich selbst am meisten ärgern, weil es hat wohl berufliche Gründe und dann ist das natürlich, ja, so ein halber Frust. gucken wir mal. Also René Herzig und Christian Rückert werden das Rennen aus der ersten Startreihe beginnen, was ja nicht ganz unwesentlich hier auf dieser Strecke ist. In der zweiten Startreihe haben wir Mario Schiele und Maxi Wolter. Dritte Startreihe Dennis Erner, Phil Ostaszewski. In der vierten dann Maiko Losche und Fred Dohnke. Und auf 9 und 10 in der fünften Startreihe Enrico Herzig und Edgar Ostermann. So. Korrekt. Dann würde ich sagen, spannen wir die Herrschaften hier gar nicht lange auf die Folter. Genau. Irgendjemand ist hier, glaube ich, verlustig gegangen. Bin mir nicht so ganz sicher.
Christian Rückert und Michael Wirz. So, ja. Und Mike Kolosche nun auch. Ja. Ja, schön. Die Herrschaften sollten jetzt mal schnell, möglichst schnell wiederkommen, damit ich die Startaufstellung machen kann. Wir tun aber mal Folgendes, Jens, vielleicht bist du, ich weiß nicht, ob du es lesen kannst. Ich hab's mal auch so vor mir. Fahrerstand, genau. Damit haben wir nach zwei Rennveranstaltungen und vier Läufen Christian Rückert und René Herzig, die ja heute wieder in der ersten Reihe stehen, auf Platz 1 punktgleich. Jeweils mit 141 Punkten. Das ist natürlich schon wieder sensationell. Dahinter haben wir Mike Kolosche mit 128 Punkten und Dennis Erner mit 118 Punkten. Auch das ist alles noch sehr, sehr eng beisammen. Daniel Streblo mit 82, Mario Schilli mit 80, Michael Wirz mit 76, Dirk Sassmannshausen mit 70, André Burger 66 und Fred Drucke mit 63 dahinter. Also es ist durchgehend eng. Wir haben vorne eine schöne Vierergruppe, schön eng beisammen und dahinter geht es einfach eng weiter. Und es gibt ja jede Menge Punkte, also gerade nach so einem Rennen hier in Monaco, wenn du da nicht sauber durchkommst oder zweimal ausfällst, hast du direkt eine Menge Punkte verloren und andere können sich weiter nach vorne arbeiten. Also es ist noch lange nichts entschieden, sowieso nicht, aber es ist ein Trend erkennbar. Christian Rücker und René Herzi sind die beiden Jungs, die es hier zu schlagen gilt. Aber ich denke, das wird das ein oder andere Mal mit Sicherheit passieren. Dann die Teamwertung. Da haben wir das Fricadelli Virtual Racing Team 1 führt mit 208 Punkten. Gefolgt von DG Motorsport Powerbyte FLR. Mein Gott, wer so einen Namen ausdenkt. 188 Punkte. Das Jägermeister Racing Team 171 Punkten auf Platz 3. Und Team RSA folgt dahinter mit 165 Punkten. Das Fricadelli Virtual Racing Team 2 ist mit 146 Punkten dahinter angesiedelt. No Name Racing hat 104 Punkte. KDS Motorsport Team 98, BMS Racing 78, Team Sabotec Racing 71 und Next Gen Racing 38. Das ist so der aktuelle Stand, aber wie gesagt, nach zwei Veranstaltungen und vier Rennen ist da maximal ein Trend zu erkennen, aber es ist alles offen. Und das zeichnet, glaube ich, diese Saison auch unglaublich aus. Also das ist einfach mal ein bisschen anders diesmal. Genau, so sieht das aus. Wir sind auch fast durch mit der Riesenlatte an Strafversetzungen hier im Rennen. Ich werde versuchen, das gleich mal durchzugeben, was jetzt sich hier geändert hat. Und wir gehen erstmal wieder live auf die Strecke. Dass wir das nachher nicht vergessen, gell, Jens? Gell, Jens ist gut. Ja, ja, klar. So, irgendjemand muss ich doch die Schuld geben. Nein, da bin nur ich immer dran schuld. Das ist schon ernst gemeint jetzt. Also das ist jetzt nicht ironisch. Eieiei, den Michael Wirz trifft's ganz hart. Wow, Daniel Streblo. Daniel Streblo, wo haben wir ihn? Ich glaube, der ist gar nicht da, ne? Nee. Nein. Der Daniel ist nicht da, aber der Andy Braun ist da. Ich glaube, der hat sich gar nicht großartig Mühe gegeben. Steht eh auf der letzten Position. Und, naja. So, und dann sagen wir jetzt mal erzeugen und hoffen, dass das jetzt alles richtig ist. Achso, nee, das war genau verkehrt rum. So, dann haben wir eine Aufstellung für das Rennen. Meine Güte. René Herzig und Christian Rückert unberührt. Platz 3. Rückt der Maxi Wolter schon mal eine Position vor, nämlich auf diesem dritten Platz. Dennis Erner somit vierter, Phil Ostaszewski fünfter, Mike Kolosche sechster, Mario Schilli siebter, Fred Donke auf der 8, Enrico Herzig auf der 9, Edgar Ostermann 10, Stefan Bäumer elfter, Thomas Kühn auf der 12, Dirk Sassmannshausen 13, der ist auch strafversetzt, Kurt Mildenberger auf der
André Burger auf der 14, Kurt Mildenberger durch die ganzen Strafen vorgerutscht von 17 bis auf die 15. Axel Schweiger 16., 17 für Lars Borkowski, 18 Steffen Streblo, Micha Würz auf die 19 zurück und Andreas Braun startet von der 20. Position. Genau. Aber das gucken wir uns jetzt dann in der Warm-Up-Lab bzw. in der Formation-Lab nochmal genauer an, zeigen die Autos dann nochmal hübsch, damit das auch alles schön ist. Ja, was für ein Stress. Aber du hast es geschafft, just in time. Ja. So. Oh, da sind aber noch einige auf der Strecke, wie ich so sehe. Und ja, dann gucken wir uns nochmal gleich den, ob er hier noch da zu sehen ist. Na klar, da haben wir den Herrn Herzig. Der will das Triple heute hier machen. Der Sieger, der Christian Rückert, momentan einen mehr. Der hat momentan zwei Siege, der René Herzig einen, Marco Loscher einen Sieg. Also auch das kann letztendlich entscheidend sein. Ne? Also wenn wir uns jetzt schon anschauen, Gleichheit, da ziehen dann irgendwann die Siege. Also René, aber René steht auf Pol, René ist definitiv einer der besten Starter. Wenn der nicht als erster durch die erste Kurve fährt, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Also überlege dir, heute steht er auf Pol und versemmelt seinen Start, obwohl er sonst immer so super gut startet. Ich glaube, ich schmeiß mich schreiend unter den Tisch. Dann nenne ich ihn heute nur noch Julian. Das ist genau. René Siebenbiedel. Ja, schön, du bist ein Julian. Ne? Wir hoffen, dass du das nächste Mal wieder hier mit am Start bist. Ja, genau. Obwohl, Start war jetzt das falsche Wort. Mal wieder mitfährst. Auch richtig. Der Kurs kommt. Zum Schluss hat er richtig gute Starts hingelegt, als jemand auch mal eine Kupplung hatte. Ja, stimmt. Einigermaßen hat es funktioniert dann, ja. Aber er ist nicht der einzige Kandidat. Wenn wir uns dann mal so einen Dennis Erner anschauen, der seine erste Pole irgendwie nach zwei Kurven irgendwie der Leitplanke versenkt hat. Also, ja. Also es gibt auch andere Experten. Ja, Experten haben wir jede Menge. Und, ich möchte nicht, dass du so welche Geschichten erzählst. Nein. Mensch, das hätte ich. Also ich bin momentan dir so wohlgesonnen, dass ich hab's da jetzt gar nicht dran gedacht, ehrlich. Aber jetzt, wo du es erwähnst. Wer soll dir das glauben? Schaut euch doch einfach mal die Einführungsrunde vom letzten RSA-Rennen an. Findet ihr in der Mediathek auf SimpleTV. Komm, ich bin nicht eingeschlagen. Das hätte ich jetzt gar nicht gesagt. Sei doch froh, wenn da noch ein paar Leute gucken gehen. Umso mehr gucken dazu. Ne? Also, jetzt, wenn du sagst, du bist eingeschlagen, weiß ja jeder, um was es geht. So. Wir dürfen gespannt sein. So. Unser Liebling, unser Stefan Bäumer, Rückkehrer, ehemals Sackschwitze, ehemals Troiz on Car, Dog Racing sozusagen, jetzt hier erstmals wieder im GT3 Cup unterwegs. Vielleicht kommt der Rest ja auch noch. Kai Sichotski zum Beispiel wäre sehr nett. Ja, er hat uns zugeschaut und war total angefixt und er hat uns ja beiden, glaube ich, eine ziemlich unterhaltsame Mail geschrieben. Ja, und, das ist immer sehr unterhaltsam. Wir freuen uns einfach, dass er wieder dabei ist, ja. Ich freue mich auch schon wieder auf die Rennberichte. Thank you.
So, er kommt in die Box. Wir können dann, sofern er das jetzt noch schafft, zu seiner Garage hinzufahren. Gut, wir wollen ihn gleich in seinem ersten Rennen nicht ärgern, nicht an, wie bei Jens, an ältere, sehr, sehr amüsante Gegebenheiten erinnern. Tun wir nicht. Obwohl, so ein kleiner Monza, zweite Schikane, sage ich nur. Gut, gehen wir mal Wir warten doch einen Augenblick. Gut, wenn wir warten, dann nutze ich die Zeit einfach nochmal, um ein bisschen entspannter das Rennen zu verbringen. Bin gleich wieder da. So, meine Damen und Herren. Attention grid, will all non-essential personnel leave the grid now. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wir sind in Monaco. Wir haben das erste Rennen vor uns. Und ehrlich, ich kann es kaum erwarten. Es ist irgendwie, Monaco ist immer was ganz Außergewöhnliches aufgrund der Streckencharakteristik. Das ist nun mal das fahrisch anspruchsvollste. Gar nicht mal von den Geschwindigkeiten her, sondern einfach die Präzision, die Konzentration, das ist hier das wirklich Wesentliche. Und ja, wir dürfen wirklich gespannt sein, was die Herrschaften hier tun. So, 19 Runden stehen auf dem Programm. Wir sehen jetzt erstmal eine ganz normale Reconnaissance-Lab. Da kommt das erste Postauto hier rausgefahren. Und und dann werden wir irgendwann, werden alle Fahrzeuge in der Startaufstellung angekommen sein, dann fahren wir noch eine Formation Lab, gibt es den stehenden Start, der hier in Monaco für besonders hohen Unterhaltungswert sorgen wird. Ist doch immer wieder ein schönes Bild, ne, wenn die Jungs hier der Reihe nach zum Bus kommen. Ja, das ist einfach, ja, richtig schön und natürlich sehe ich es mit einem Lachen und einem weinenden Auge, dass wir jetzt diese Saison um die 20 Fahrzeuge hier haben. Letzte Saison hatten wir zwischen 33 und 38, ist eigentlich 40. Ich glaube, ein Rennen hatten wir tatsächlich 40. Und aber ganz ehrlich, vermissen oder dass ich jetzt sage, das ist jetzt hier doof, auf gar keinen Fall. Nein, weil die Qualität hat absolut nicht gelitten. Ganz im Gegenteil, ich denke mal, die Qualität der Übertragung wird dadurch sogar noch besser, weil wir einfach viel mehr mitbekommen, viel mehr zeigen können. Es geht nicht so viel unter. Sicherlich ist es immer wieder schade, tolle Fahrer und tolle Leute hier nicht dabei zu haben. Aber wir sehen das Ganze jetzt einfach mal auch als Übergangsjahr. Es gab ja die ein oder andere Neuerung und ähnliches. Und ich bin sehr froh, dass es weitergeht, dass wir hier diese über 20 Fahrer am Start haben und tolle Leute weiterhin hier und die Renn-Action ist. Das würde ich ganz genauso sehen bzw. unterschreiben. So. Das Schöne an so einer Reconnaissance-Lab ist ja nicht nur, dass sie einen wirklichen
Sinn hat, sondern dass die Leute noch mal ein bisschen mehr Sprit nehmen müssen. Weil eine Formation Lap gibt es auch noch. Selbst wenn sie sehr, sehr ruhig fahren, ist das auf alle Fälle für eine Runde Sprit. Also hier mehr mitgenommen werden muss. Um nur eine Runde. Klar, die fahren langsam, verbrauchen nicht so viel wie im Renntrim. Ja, und hier sehen wir das Gewusel. Da kommt nämlich der Polsetter, der René Herzig. Achtung, wild, genau. Genau. Mal eben schnell auf den Server, 16 Sekunden noch, dann schaltet zur Formation Lab. Dann sollten alle in der Grid sein, das ist jetzt der Fall. Also auch gut getimt, 5 Sekunden noch jetzt. Genau. Oh, das ist ja hier. Nein, René, das war nicht der Rennstart. So gesehen, es hat nichts gequalmt. Ja. Es ist einfach so losgeschossen. Ja, das ist auch nochmal so ein bisschen Psychologie, also gegenüber Rückert nochmal so zeigen, ich kann es immer noch. Und ich kann es auch hier. Fenster runtergekurbelt, die Hand rausgehalten, ja, und dann. Genau. Boah, Wahnsinn. So, Amanin nämlich. Das ist der Erstplatzierte. Dann haben wir den Christian Rückert auf dem zweiten Platz. Maxi Volta auf der 3, auf der 4 Dennis Erner, auf der 5 Phil Ostaszewski, auf der 6 der Mike Kolosche, auf der 7 Mario Chili, Platz 8 Fred Drunke, 9. Enrico Herzig, 10. Edgar Ostermann, Platz 11 für Stefan Bäumer, auf der 12 Thomas Kühn, auf der 13 Dirk Sassmannshausen, Platz 14 für André Burger, 15 Kurt Mildenberger, 16 für Axel Schweiger, Platz 17 Lars Borkowski, 18 Steffen Streblow, 19 Micha Wirz und Andreas Braun auf der 20. Vielleicht sollten wir uns das wirklich mal antun, aus dem Cockpit von Christian Rückert zu zeigen, den Start zu zeigen, wie schnell der orangene Porsche kleiner wird oder halt auch nicht. Ja, aber ich wüsste natürlich auch alles andere als ein schlechter Starter ist, ne? Also ja, ja, das ist keine Frage. Das glaube ich. Also es wird. Fehler machen darf keiner von beiden. Aber ich gehe mal davon aus, dass der kleine Vorsprung, den René jetzt hat durch die Pole Position, dass das reicht zur ersten Kurve. Genau. Aus der Perspektive wollen wir das sehen. Da sind die Ampeln. Und ab geht's. Und René war ein Tick. Er war bei der Versuchung vorne. Keine Chance hier für. Uiuiuiuiuiui. Der Herr Bäumer. Der Herr Bäumer, ein bisschen arg auf der Bremse. Und Rückert ist vorbei. Ein Herzig. Würde ich mal so meinen. Uiu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 i. Fried Dunke geht in Führung. Ich glaube das alles gar nicht gerade. Noch nicht. Da muss es eine Berührung gegeben haben. Phil Ostaszewski ist vorne. Und ach, Phil Ostaszewski, ja. Wo kommt denn der? Oh, hat den umgedreht. Oh. Ah, je. Und Herzig führt wieder.
Das ist ja wohl echt angeschoben. Eine sehr heftige erste Kurven hier. Also mit ganz, ganz viel Berührung. So wie wir es eigentlich nicht kennen. Ja. Wahnsinn. Oh! Fast Abflug hier. Das war Dennis Erner, der das Auto auch wieder überbremst hat. Es geht so schnell mit diesen Kisten. Du musst immer mit dem Zwischengas arbeiten, ab und zu feste Bremsen. Und das Ganze wieder mit dem, der Herr Bäumer gemacht haben, gerade bei der ersten Kurve. Ja, ja, ja. Da fehlt ihm einfach die Routine. Ja, kommt auch noch die Aufgeregtheit Starts dazu. So, Herzig hat jetzt vielleicht die Chance, seinen Rhythmus zu finden. Ja, es war eine komische Runde. Jetzt ne, geführt, dann zurückgefallen, jetzt wieder geführt. Ja. Also, und das ist Monaco, hallo. Ja, aber ernsthaft. Ja, Maxi wollte auf der 4 Phil Ostaszewski, der hat auch mal geführt zwischendurch. Auf der 5. Ja, es ist wirklich, also man sieht die Kisten eigentlich mehr driften als alles andere. Ich meine, wir werden nicht allzu viel Alkoholmanöver sehen heute Abend. Und ist der Einschlag um Thomas Kühn. So, jetzt gucken wir uns das hier mal in Ruhe an. Sieht schon sehr geil aus. Hat so ein bisschen was von Carrera-Bahn hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, und da kommen noch die letzten. Ja, aber Dennis bleibt dran vorne, Christian. Er kann nicht ganz wegfahren. Der Herr René hat jetzt 1,5 Sekunden Vorsprung auf Christian. Aber mal schauen, ich muss bis jetzt alles noch hier in den Fußspiel nach diesem Chaos-Runde. Ja, das ist ja auch ganz fatal. Das ist ja auch ganz fatal am Start. Wenn man wirklich nicht in den Rhythmus kommt in der ersten Runde, dann ist das unheimlich schwierig, gerade auf so einer Strecke. Man macht dann einfach immer wieder kleinere Fehler und dem Auto tut es nicht gut. Christian Rückert fährt die schnellste Rennrunde. 1:34.480 im Rennen. Heftig. Er hat dem René mal eben noch eine Sekunde abgenommen im letzten Sektor. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, der Sprit ist hier in Monaco, selbst in der Formel 1, nicht so dramatisch wie auf normalen Rennstrecken, einfach weil die Topspeeds hier nicht gefahren werden. Und natürlich ist man langsamer mit einem vollen Tank, aber nicht in der Relation nicht so schlimm wie, was weiß ich, Barcelona oder sonst wo. Also ganz vorne müssen wir uns im Auge behalten, also 3 sollte es mal weggehen, dann geht er auf 1 oder 2 oder 4, 5, 6, 7, die sind alle ganz eng beisammen. Da gab es nämlich gerade auch tatsächlich eine Überholmanöver, der dreht die Unkreis in 4 aus der Schiff. Auf jeden Fall ist auch ein Wide gekommen. Christian macht richtig Druck vorne, wir fahren einen Abstand von 2-3 Zehnteln hinter dem René her. Ja, das ist verdammt eng hier beieinander. Das kennen wir so eigentlich nicht. Es gibt dann immer mal Grüppchen von 2-3 Autos und Platz 4, 5, 6, 7, 8 ist eigentlich immer Alarm. Aber auch im hinteren Feld, die sind alle relativ dicht dran, dafür, dass die erste Runde so ein bisschen Kuddelmuddel war. Also nicht schlecht, wenn ich aber tatsächlich suche, ist Enrico Herzig. Der hat nämlich hier den Herrn Ostermann im Heck. Und wir alle kennen ja Edgar gut. Und der war vorhin im freien Training hier auch in den Top 5. Und ist ja auch im ersten Qualifying in die Top 5 gefahren. Also durfte nur aufgrund seiner Strafe den zweiten Qualifying nicht fahren. Ja, aber ist das Thema, du kannst ja auf dem Strecke 2 Sekunden schneller sein als dein Vordermann. Wenn ich mich das fährst, dann passiert das. Oh, ja. Jo, Herr Ostermann. Ich glaube,
Auto auf und bremst. Was ist hier jetzt gerade passiert mit dem Edgar? Ich glaube, der ist beim Einbiegen irgendwie rechts abgebogen. Das Auto überbremst, das Auto ist nach rechts abgebogen. Und er hat dadurch jetzt ja vier Plätze verloren, er fährt jetzt auf Platz 13 aktuell. So, hier haben wir das Führungsduell. Nichts verpasst bisher. Christian Rückert auf der Verfolgung von René Herzig. Ja, Christian, wir versuchen es außenrum hier. Du musst einfach was probieren, du musst andere Linien enttäuschen, weil Vordermann hat sich zwingen können, mit der Linie zu gehen, um mal eine halbe Lücke aufzumachen und da musst du es dann reinquetschen. Das Problem ist, dass der fette René jetzt gerade außen lang. Der fette ist dann hinterher. Auch hier andere Linienwahl von Christian. Fährt ein bisschen mehr als der René vorne. Bremst ein bisschen früher, fährt ein bisschen langsamer in die Kurven rein. Ich finde, er fährt deutlich risikoreicher, weil er geht wirklich ganz heftig über die Curbs. Also, naja, gut, das ist immer im Auge des Betrachters. Auf alle Fälle ist es effektiver als das, was René macht. Wie auch immer. Ja, da ist der René jetzt gut rausgekommen. Da war der René ein bisschen langsamer am Kurveneingang, konnte ein bisschen früher Gas geben. Und das Ganze hat natürlich zur Folge, dass der Dennis hinten dran bleibt. Er ist immer noch innerhalb von 2 Sekunden dahinter. Und dann haben wir schon 4 Sekunden Rückstand weiter auf Maxi Wolter auf dem 4. Platz. Und Edgar Ostermann ist ganz zurückgefahren bis auf die 19. Er war auch an der Box da, wo das Auto Schaden genommen hat. Wunderbar. Andreas Braun ist ausgeschieden. Das ist auch sehr schade. Boah, hier ein schöner Quersteher von Christian. Herr Christian geht schon eine aggressivere Linie, aber die beherrscht er auch. Deswegen sieht das bei ihm einfach besser aus und effektiver ist es auf alle Fälle, wie es scheint. Weil er fährt ja nicht umsonst die schnellsten Rennrunden. Ja, mit Christian kannst du sowas auch machen. Wir hatten am Donnerstag Training, da sind wir Nürburgring gefahren. Ich glaube, wir sind von der Ungelärschen gefahren. Haben uns, glaube ich, viermal überholt und jede Kurve nebeneinander gefahren. Also, das macht einfach riesig Spaß mit dem Auto. Natürlich kann man sich verlassen und dann wird man auch nicht nervös, wenn da jemand wie Christian hinter einem so eng hinterherfährt. Bei anderen bist du da mehr dabei, darauf zu achten, dass du irgendwelche Türen aufmachst, wenn sich einer verbremst oder sowas, aber Christian brauchst du einfach keine Sorgen haben. Ja. So. Gucken wir mal. Also es ist momentan, gar nicht mal so das engste Duell. Und auch Fred auf der 5, genau. Die richtig irgendwann über dann wahrscheinlich auf dem zweiten Rennen erleben. Deshalb mag ich noch gar nicht dran denken. Wow, Salam! Und das ist dann erstmal. Ja, da hat das noch ein bisschen abfangen können. Aber das hat gut. Ja, der Phil ist wieder vorbei. Ne, den Platz, den er vorhin gewonnen hat, hat er jetzt wieder verloren. Genau. Na, Glück gehabt, dass es nur ein Platz war. Ich hatte im ersten Moment gedacht, dass es dann 2 Autos, die vorbeigegangen wären. So, dann müssen wir, gehen wir mal wieder ganz nach vorne. Weil das, was die beiden machen, ist natürlich jetzt hier eine Lehrvorführung. Nichtsdestotrotz sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz auf die 14 gehen. Der Stefan Bäumer, der vorhin weit zurückgefallen ist, ist hier, glaube ich, in der schönen Dreiergruppe mit Axel Schweiger und Michael Viertz. Moment. Er muss ja dieses doch wieder ein bisschen nach vorne arbeiten. Der Auto scheint auf jeden Fall diesen Zwischenfall auch ganz gut überstanden zu haben. Und auch hier, schön enges Duell. Und der Andreas kämpft aber auch hier mit dem Auto. So, der Herr Dohnke ist gewillt, hier wieder vorbeizukommen. Kopf da mal so ein bisschen meiner Meisterschaftsspiel an. Heiß. Ganz heiß.
da stehen die Räder hier bei Magdeburg. Das Auto ist hier nur auf der Bremse gewischt. Und hier gibt es auch noch einen schönen Drift, der noch nicht mal so wahnsinnig viel Zeit gekostet hat, wie es ausschaut. Wirklich herrlich. Vielleicht 3, 4 Zehntel. So, Rückert jetzt ganz dicht dran. An Herzig. Also wenn ich tippen sollte, wenn Herzig keinen Fehler macht, kommt Rückert nicht vorbei. Dazu sind sie beide zu gut. Schau doch mal bitte hinten auf die 18. Oh. Nein! Nein, ja, das war so gut. Da blieb jetzt nicht viel anders über. Der Edgar macht da ein bisschen Ballett. Ach, konsequent. Ich glaub, der noch ein bisschen Hals. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist einem vom Austria, hat er schon ein, zweimal bereut. Diese Saison. Vielleicht sollte er das am Start so mit Tüchern verhüllen und dann, wenn es dann zum Rennende hin gut aussieht, kann er die ja fallen lassen. Ja, das war das Manöver, was ich mir erhofft hatte. Lars hat es auch geschrieben, er fühlt ein bisschen zu viel. Das hat er immer, glaube ich, gerade mal konsequent ausgenutzt. So, jetzt ist hier, jetzt brennt aber die Luft hier wirklich. Boah, René macht die Tür zu und Christian geht außenrum. Außenrum, und das wird nichts. Das wird nichts, das war vorauszusehen. Eieieiei. Dass er das Außen noch zum Anhalten gebracht hat vor der Mauer. Wahnsinn. Ja gut, er hat ja sein Manöver getimt, aber ich glaube, René hat absichtlich etwas eher gebremst, um besser durch die Kurve durchzukommen, um früher beschleunigen zu können. Weil ihm das schon auch klar war, dass Christian dann erstmal ein Stück geradeaus fährt, ein bisschen untersteuern kriegt. Ja, der perfekte Konter. Das ist schon wirklich toll, toll, dass die beiden hier liefern. Das kann man sich immer wieder anschauen. Anders geht es nicht immer nach, ne? Da musst du wohl mal was riskieren. Im hinteren Feld hat der Edgar jetzt die nächste Position gut gemacht, hat sich drin stecken und streben geschnappt. Ja, momentan auf der 10. Position André Burger. Aber alles andere als sicher, weil da sind nur 6 Zehntel auf dem Glück. Das mal 1000! Wenn nicht mal am Ende der Dennis der lachende Dritte ist. Ja, dass sie sich beide rauskegeln, glaube ich nicht. Also das würde mich total verwundern. Also das muss schon echt blöd zu gehen. Da muss es schon wirklich noch einen Fahrfehler geben oder so. Aber dass der eine den anderen rausschubst oder wie auch immer, oder beide durch eine Berührung abfliegen, das glaube ich eher nicht. Das meine ich auch gar nicht. Manchmal können solche Manöver so unglaublich viel Zeit kosten. Wenn man sich nur auf sich selber konzentrieren, ne? Dann fahren die beide drin, als der Wiesn und Dennis schlüpft irgendwie durch und kassiert beide. Das haben wir ja schon oft genug erlebt. Ja. Ja, trotz des Falls. Es fehlt ja so ein bisschen der Platz, aber gut. Trotz des Falls kommt Dennis auch nicht wirklich näher. Also ja, die 2 Sekunden stehen nach wie vor. Also klar, er wird jetzt ein bisschen auf Abwarten fahren, wird nicht zusätzlich riskieren in der Hoffnung, dass hier wirklich irgendwas passiert, aber wie gesagt, also, die fahren schon auf einem extrem hohen Niveau, trotzdem sie hier im Fight sind. Du hast es gerade schon gesagt, André Burger ist nicht so safe auf Platz 10 und schon ist es passiert, Dirk Sassmannshausen ist vorbei und hat sich die vorläufige Pole für den zweiten aufgeschnappt. Mal gucken, wie das passiert ist. So passiert das. Auf der Startziel. Besser rausgekommen und mal einfach vorbeigegangen. Ja, und natürlich dann ist er auch so fair und bremst dann, der André. Dass da kein Unsinn passiert.
Vielleicht hat er auch gar kein... Oh, und überbremst hier auch wieder. Das ist aber immer das Problem, also du trittst auf die Bremse und siehst die Leitplanke auf dich zukommen und unbewusst trittst du einfach noch ein bisschen fester auf die Bremse und dann passiert genau das, was wir ständig sehen. Das Heck kommt um. Das ist gerade hier im Monaco ganz interessant. Man macht das nicht so ein kleiner Express, der ist auch mit der Größe. Hier ist eine große Runde. Das ist, glaube ich, der Grund, warum hier so viele Querstelle sind an Bremse. Fred Dunkel kämpft hier nach wie vor mit Phil Ostaschewski. Manchmal frage ich mich wirklich, was denkt er sich? Also glaubt er wirklich, dass er hier vorbeikommt oder ist es nur ein bisschen Manöverfahren? Also, es ist nicht hundertprozentig ersichtlich, dass es einfach nur Taktik ist. Hoppala. Ja gut, die Bande wird auch immer für, gerne ein bisschen für viel benutzt. Stefan Bremer schauen wir mal eben. Ja, er fährt aus der Box schon wieder raus. Ich würde mal tippen, mit Quali-Setup losgefahren. Tank war leer. Och, jetzt kommt hier die Überrundung noch dazu und der Christian jetzt sitzt ist Rückhalt. Jetzt, nee, reicht nicht. Hilfe. Das ist wie beim Fußball, wenn einer ständig die Latte trifft und niemals ins Tor. Das ist wirklich irre. Also mich würde es nicht wundern, wenn die Jungs gleich im beiden Rennen nicht mehr an, im zweiten Rennen nicht mehr antreten können, weil sie fertig sind. So, yes. Fred Dunkel ist vorbei. Ist er vorbei? Nee, ist nicht vorbei. Nee, ist er nicht. Das sah aber eben kurzzeitig so aus. Mal ins Replay. Muss auf Start und Ziel gewesen sein. Ah, nee. Sah nur so aus. Okay, gehen wir wieder live. Ja, die beiden schieben sich hier regelrecht über die Strecke. Ja, wir haben so drei Kirchen, vorne die beiden und bis dann die Linie, der Fred Dunkel und Phil Ostaschewski, aber auch Malko Rösch und gerade ganz, ganz besonders. Wow. Ja, gut, da ist aber noch ein bisschen Platz. Oh, Leute, macht keinen Scheiß. Ja, gar nicht. Oh, wie frustrierend ist das, wenn man hier hinterher fahren muss. Jetzt klappt es wieder nicht. Nee. Jetzt hat es ein bisschen mehr Schwung außen rum. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Schon gar nicht, wenn der andere Kampflinie. Was macht er jetzt? Jetzt geht er mit deutlich schnellere Linie. Aber ich denke mal, hier auf dem Bergaufstück durch das Geschlängel, wäre das eine Gerade, könnte man sich hier vielleicht daneben setzen, weil mehr Schwung da rauskommt. Aber durch das Geschlängel, der andere muss ja auch irgendwie eine Ideallinie fahren. Also ist es reiner Selbstmord, es da zu versuchen. Gehen wir bitte auf die 9. Auf den Ast. Irgendwie erst ist schwierig. Saskanshausen, Kolosche hier auf der 9, die machen auch richtig Alarm. Zusammen mit Enrico Herzig. Bin hier echt ein bisschen hin und her gerissen, wo man hingeht, weil vorne das Führungsduo ist auch nur 4/10 getrennt. Und die erscheinen mir doch hier sehr, sehr brav, die Jungs. Ja,
auch ehrlich, das ist zwar jetzt Platz 8, 9 und 10, aber es ist auch Platz 1, 2, 3 im zweiten Rennen. Die werden recht mit dem Flammerbeutel gepudert, wenn sie jetzt hier übermäßiges Risiko bringen. So, egal ob 8. oder 9. oder 10. im zweiten Rennen steht vorne. Und das können wir immer gucken. Das wird man, glaube ich, ganz, ganz sehr drin drauf haben. Auf alle Fälle. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass der Dirk da hinten da schon richtig mit rechnet, also gar nicht mehr versuchen würde, da noch großartig was an der Platzierung zu ändern. Aber wir sollten mal schnell zum Fred gehen. Er beißt sich hier sowas von die Zähne aus an dem Flügel aus Staszewski. Christian Rückert ist zurückgefallen auf die dritte Position, Dennis Erner ist durch. Was ist denn da jetzt passiert? Hier ist Rückert noch vorne. Hallo. Sag mal, gibt es das auch? Da muss Rückert einen Fehler gemacht haben. Da ist er noch ganz dran. Ich spiele noch ein bisschen vor. Ja, da ist passiert. Wow. Da ist aber ein anderes Fahrzeug schuld gewesen. Rückert ist wieder Zweiter, sehe ich gerade. Auch das noch, unglaublich. Ja, so, sind wir jetzt hier live? Nee, sind wir nicht. Jetzt sind wir wieder live. Und da legt er auch gleich mal wieder ein paar Zehntel zwischen sich und Erna. Was könnte Steffen Ströbel gewesen sein? Ich habe mal ein schwarzes Auto gesehen. Ich meine, Steffen, der jetzt gerade ausgeschieden ist, will so eins fahren. Oh, das will der Christian aber wissen. Hat er gerade nochmal die Leitplanke hier geküsst? Das muss schon über unten passiert sein. Er wird wahrscheinlich ein Auto gesehen haben, seins verrissen haben. Ja, wenn nicht sogar irgendwie ein ungeschicktes Platz machen von Steffen Streblo, wenn das war. Aber für den Dreher ist er wieder schön nah dran vorne am René. Naja, es sind noch anderthalb Sekunden jetzt, aber ich gehe mal davon aus, dass er wieder ranfährt. Nur wir haben jetzt noch 5 Runden. Ich halte es für fast ausgeschlossen, dass er hier jetzt nochmal vorbeikommt, dass er das noch riskieren wird, den zweiten Platz. So, und hier ist es der dritte durch, der Dennis Erner, und dann kommt erstmal Maxi Wolter. Ja, ich denke mal, den werden wir im nächsten Rennen auch etliche Positionen zurückstellen dürfen. Mich würde es nicht wundern, wenn das jetzt eine neue schnellste Rennrunde gibt. Nee. 35-0, aber 13. schneller als René Herzig. Ja gut, wir haben noch mehr Überrundungen hier. Also der René hat jetzt schon noch Fahrzeuge vor sich und das ist halt jedes Mal eine sehr, sehr kritische Situation. Sehen wir uns, das müsste der Kurt sein. Ja. Da hat aber Glück. Da kommt er gut durch. So, Kurt parkt dann auch nochmal gleich. Ja, da muss er. Oh, und Christian trifft's wieder. Aber er ist durch. Er ist durch. Ich glaube, der Leidtragende war da. Oh, Mann! Ja, gut. Ich meine, der Kurt kann sich auch nicht auflösen in Luft. Also. Aber ich denke mal, der Rückstand jetzt dürfte nicht mehr aufzuholen sein. Zweieinhalb Sekunden. Also, das ist erstmal soweit gegessen. Gehen wir mal wieder zum Fred. Weil der fightet hier immer noch. Fred, nicht mit den Zähnen denken, das bringt nichts.
jetzt laufen sie auf den Stefan Bäumer auf. Oh. Und der geht mal gleich hier über die Abweiser. Ja, perfekt. Ja. Perfekt. Ja. Ja, aber jetzt der nächste müsste, ich weiß nicht, ob das, auch schon, ob das auch schon der Kurt ist. Ja, müsste eigentlich sein, aber ich finde das hier gleich gut. Hoffentlich nicht einfach vom Gas wieder perfekt gemacht. Ja, so geht von der Linie. Verhält man sich. Gut, wenn der Kurt jetzt wirklich einen Platz verliert, aber... Ich glaube, das ist ihm eher egal. Hoppala, ich glaube, da kam eine Frikadelle mit etwas Überschuss. Ein bisschen viel Senf auf der Stulle. Naja. Man quetscht dann halt an Seiten raus. Nee. Ja, aber Fred Donke, ich glaube, der hat heute... Den Hals hat er nicht, also der wird sich freuen über... Jetzt könnte es passen. Außenrum. Nee, passt nicht. Ostaschewski weiß schon, wie man das hier macht. Aber ich muss gerade kurz fragen, Mike Kolosche auf der 10, das war vorhin... Was war denn schon einmal? Na, die haben sich um Platz 9, 10 und 8 haben die sich gehört. Ich denke mal, der Dirk ist da vorbeigekommen. Der André Burger war auf 10. Ah, der ist jetzt auf 11. Okay. Ja, also da hat es ein bisschen... ein paar Verschiebungen gegeben. Oh, der Fred probiert hier aber auch alles. Ja, was soll er machen? Und jetzt ist er hier innen. Das kann nicht gehen. Da muss er auch wieder zurückstecken. Oh! Alter Schwede. Warum bist du aber mit dem Essen, dass du vorne mal den Leitplank berührt und dadurch mal spontane Geschwindigkeit verliert? Das macht der Fred. Hauptsache, jetzt hat Fred erstmal die und verliert höchstwahrscheinlich. Oh! Ich glaube, das war Stefan. Ja, da kommt Stefan nicht zu hören. Nee, auf gar keinen Fall. So. Der Bäumer. Er bäumt sich gegen alles auf, was hier fährt. Inklusive Leitplanken. Reifenstapel. Ja. So, was ist denn das hier hinten für ein Kuddelmuddel? Mario Schili auf der 7. Enrico, oh, das hat er aber gut gemacht hier, der Kurt. Doch, Kurt ist noch mittendrin. So, ja, wie gesagt, also Kolosche, dem ist das völlig egal, ob er von 1 oder 2 startet. Nee, das ist jetzt Sassmannshausen. Sassmannshausen ist das hier. Genau, der war vorhin auf 10. Der Dirk war auf 10. Also da hat es irgendwie eine, ja, der hat einen Platz gewechselt mit dem Mike Kolosche. André Burger, das ist schon länger her, wo der auf 10 fuhr. Okay. Wir haben Dennis Erner auf der 2. Was ist denn da jetzt schon wieder passiert? Christian auf der 3. Was? Ah, Jungs, ey, ihr macht aber auch alle Sachen. Gucken wir noch mal. Hier an der Überrundung ist er durchgekommen. Was ich befürchte Schlimmes. Oh, er hat den René gedreht. Was bleibt da jetzt? Bleibt er stehen? Was ist denn nun los? Hm. Ich befürchte mal, entweder war der Motor aus, haben wir jetzt nicht geguckt, da gucken wir jetzt auch nicht nochmal, oder er hat irgendwie ein Problem gehabt mit dem Gang einlegen oder was auch immer. Letzte Runde auf jeden Fall. Ja. Uiuiuiuiui. Ach so. So, da haben wir den Führenden. Genau, der lässt hier nochmal richtig fliegen. Gut, jetzt ist er ein bisschen überwert geschlagen. Also. Ja, fährt er jetzt hier ein Ziel. Also ganz so souverän war er hier das Rennen nicht unterwegs. Christian Rückert hat ihm richtig Power geboten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn du vorne bleibst, hast du es verdient. Dennis einer auf der 2.
So, und Christian Rückert wird Dritter. Das ist das Podest. Genau, Maxi wollte auf der 4, wird jetzt gleich irgendwann ins Ziel kommen. Genau, da war er. Dann nochmal Phil Ostaszewski. Hinten gab es da nochmal eine Verschiebung auf der 10. André Burger ist am Michael Loschen vorbeigegangen. Ah, der wird ja brechen. Oh Gott, oh Gott. Das muss in der letzten Kurve passiert sein. Unglaublich. Damit hat der Mike. Da kommen sie, oder? Ja. Ja. Ja, Wahnsinn. Da hat er mal eben zwei Kurven vor Schluss die Pole Position weggeschmissen. Ganz, ganz bitter. Ja, komm, da ist jetzt ganz hier ein bisschen strubbelig warm. Machen wir noch einmal die ganzen Platzierungen. Der René auf der 1, das haben wir gesehen. Der Dennis irgendwie auf die 2 gekommen. Christian Rückert mit einem sehr ereignisreichen Rennen auf der 3. Maxi wollte auf der 4. Phil Ostaszewski auf der 5. Fred Dohnke auf der 6 nach wildem und langem Kampf dort geblieben. Mario Schilli auf der 7. Enrico Herzig auf der 8. Finde ich klasse. Dirk Sassmannshausen auf der 9, André Burger überraschend irgendwie auf die 10, Michael Losche auf der 11, Michael Wirz 12, Axel Schweiger 13, Edgar Ostermann 14, Thomas Kühn 15, Stefan Bäumer 16, Kurt Mildenberger auf der 17, Lars Borkowski 18, Steffen Stebo 19 und Andreas Braun auf der 20. Wow. So sieht das aus. Ja, was ein Irrsinn. Hallo? Ja? Was ist denn hier mit meinem Rechner los? Ja, das finde ich natürlich jetzt mal ganz großartig. Dann machen wir das halt so. Genau. So. Und dann werden wir mal schauen, sind die Herrschaften alle im Ziel? Sie sind alle im Ziel und wir gratulieren nochmal ganz herzlich an René Herzig, Dennis Erner und Christian Rückert, wobei der Christian vielleicht ja nicht ganz so happy ist jetzt gerade. Aber gut, nichtsdestotrotz, dritter Platz. Sind erstmal auch wieder gut Punkte. So, dann werden wir mal schauen, was unser Server sagt. Ja, wunderbar. So, ja, was soll man sagen? Also ich denke mal, das war schon ziemlich cool. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass wir noch jetzt ein noch heißeres Rennen erleben werden. Ich mag mir gerade gar nicht ausmalen, was jetzt gleich im zweiten Rennen passiert. Oh, Wahnsinn. Ja, eben. Ne? Ja, André Burger ist ja noch Zehnter geworden. Ja, habe ich doch gesagt. Das war das. Ja, ja, ich dachte, der da ist. Ja, gut, okay. Ich musste jetzt nur noch mal sicher gehen, dass ich das auch wirklich. Ist tatsächlich passiert, ja. Ja, ja, genau. So,
Naja gut, dafür hat jetzt der Christian Rückert ja die Chance, zwei Plätze vor René Herzig dann eventuell noch als erster in die, noch vor dem René in die erste Kurve zu kommen. So, wollen wir mal schauen, ob auch noch alle da sind. Thomas Kühn left the game und Steffen Streblow left the game. Christian Rückert has entered the game. Was machen die da eigentlich? Ich meine. Ja, vielleicht hatte der Christian irgendein Problem. Weshalb er jetzt gerade mal im Spiel raus musste und weshalb er da vielleicht noch nicht losfahren konnte. Ja, es kann gut sein, dass da irgendwas mit seinem Lenkrad und seinen Pedalen, Knöpfen, was auch immer, irgendwie ein Problemchen ist. Also wir müssen jetzt halt warten, bis er wieder da ist. Steffen Streblow ist wieder da. Wer fehlt noch? Thomas Kühn fehlt jetzt noch. Den sehe ich jetzt auch nicht in den Team-Channels. Steffen Streblow left the game, enter the game. Also mir fehlen jetzt hier noch zwei Leute. Wir waren für den 21. Andreas Braun. Genau, Andreas Braun fehlt noch. Der war ja vorhin schon ausgeschieden. Ich denke mal, der ist schon während des Rennens vom Server gegangen. Weiß jetzt nicht, ob der nochmal wiederkommt. Also ich kann ja schon mal die Startaufstellung verraten derweilen. Achso, nee, erstmal sollten wir weiterschalten hier, sehe ich gerade. So. Also Thomas Kühn hat auch die Verbindung im Teamspeak getrennt. Das ist das, was ich sehe. Wenn ja. Andreas Braun auch die Verbindung verloren hat. Also ich denke, der hat einen kompletten Disconnect gehabt. Ah, okay. Ich nutze mal die Chance und werde mir nochmal ein Tässchen dieses wohlfeinen Getränks besorgen und bin gleich wieder da. Ja, das macht er gerne. Lässt mich zurück. Ich darf euch unterhalten, was ich natürlich auch sehr gerne mache. Aber ich denke mal, wir müssen euch gar nicht unterhalten, denn das, was die Jungs da abliefern oder gerade im ersten Rennen schon gezeigt haben, das war mehr als Unterhaltung. Das war eine Inszenierung, eine Show, die einfach nur Spaß gemacht hat. Und ich mag jetzt wirklich gar nicht drüber nachdenken, was passiert. Wir sind in Monaco, wir haben es gesehen, überholen ist wirklich schwer. Fried Dunke wird ja heute Nacht von träumen. Und jetzt haben wir die schnellen Leute auf Platz 8, 9, 10 stehen und die wollen nach vorne. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, die erste Runde wird ein bisschen blechfreier, aber blechschadenfreier als gerade. Nichtsdestotrotz, denke ich mal, werden wir hier wunderbare Action sehen. Der René steht auf der 10, der startet grandios und auch der Christian Rückert, haben wir es gerade auch im Rennen gesehen, im ersten Rennen, startet wirklich gut. Also vielleicht haben die da schon die Möglichkeit, so ein, zwei Plätze gut zu machen, aber mehr wird nicht gehen. Dafür ist die gerade auch nicht lang genug und auch nicht genug Platz. Man kann ja also nicht zickzack um die Leute drumherum fahren, das wird sich da gleich stauen und dann müssen sie gucken, wie sie irgendwie vorbeikommen. Und wenn die Jungs vorne keinen Fehler machen, dann wird es schwer. Also ich bin sehr, sehr gespannt, aber das ist einfach der Reiz. Sind wir einfach hier 30 Minuten in Monaco, 30 Minuten ohne Fehler und dann bist du vorne. Der Christian hat gerade eine Menge Fehler gemacht und hat deshalb wahrscheinlich auch jetzt nicht gewinnen können. Aber es geht einfach schnell. Und dann switcht da, wir haben es beim Fred gesehen, er schiebt rundenlang seinen Vordermann und dann bleibst du einmal mit dem Hinterrad an der Leitplanke hängen, hast 3 Sekunden Rückstand und alles ist, ja,
vorbei. Ne? Du machst den Druck ohne Ende, machst den Vordermann nervös, dem läuft langsam der Schweiß in die Augen, sodass er die Bremspunkte nicht mehr richtig sehen kann. Das heißt, du bist kurz davor, in einen Fehler zu treiben, dann machst du selber einen, alles vorbei. Also, das ist Monaco, das ist sicherlich ein bisschen anderes Rennen fahren als auf permanenten Rennstrecken, wie es das vorhin gesagt, wie Barcelona oder sonst was. So. Hier geht's auch um einfach um andere Dinge. Da bist du ja schon wieder. Ja. Mein Auto geht nicht. Das schreibt Kurt Mildenberger. Das soll noch nicht gehen, das soll fahren, mein lieber Kurt. Probier's mal mit Schieben. Keine Ahnung, ich weiß nicht, also er ist vom Server gegangen und keine Ahnung, ob es jetzt wieder funktioniert. Chris Headset kaputt. Aha. So, na gut, dann werden wir mal versuchen, in etwa eine Startdatei, eine Startaufstellung in die Reihe zu bekommen. Ja, die 15 und die 20 fehlen. Also da müssten 3 fehlen. Andreas Braun, Kurt Mildenberger und Thomas Kühn. Nee, Kurt Mildenberger ist wieder da. Ah, stimmt. Und Andreas Braun, die beiden fehlen. So, Warm-up ist gleich abgelaufen. Also, ja, können wir uns jetzt auf ein sehr, sehr heißes zweites Rennen gefasst machen. Weil eigentlich nur auf einen heißen Start. Also die Frage ist einfach, wie weit kommt René Herzig nach vorne beim Start? Kann er da irgendwas reisen oder eben nicht? Und wenn er nicht vorbeikommt, dann wird er es sehr, sehr schwer haben, an Dennis Erner und Christian Rückert vorbeizukommen. Und ich glaube nicht, dass der Christian jetzt in irgendeiner Form zurücksteckt. Oder sagt, komm mal, mein lieber René, ich lasse dich mal vorbei. Also das halte ich eher für ausgeschlossen. Ich habe den Gedanken gerade auch schon aufgefasst und habe gesagt, also viel wird nicht gehen. Also wenn es gut läuft, 1-2 Plätze vielleicht, weil die Gerade ist einfach sehr, sehr kurz. Und der Platz ist auch nicht da. Ne? Das heißt, du kannst nicht irgendwie links und rechts an den Leuten vorbeifahren. Du kannst im ersten Schwung einmal irgendwo so einen vorbeischießen und dann ist kein Platz mehr. Ja, richtig. Meine Güte. Es ist Monaco-Time. Genau. Hat mir doch ein lieber Kollege so eine Thermotasse geschenkt, weil ich ihn immer bezichtigt habe, dass er meinen Kaffee, der kommt immer mit so einer Thermoskanne früh morgens, also ich hatte immer dabei, und ich habe ihn bezichtigt, dass er nicht meinen Kaffee wegtrinkt, sondern den kippt er immer in diese Thermoskanne und nimmt ihn abends mit nach Hause. Und jetzt hat er mir so einen ganz großen Thermobecher mitgebracht, und wo den du oben so verschließen kannst mit so einer Kugel und so, ne? Ganz tolle Sache, nur ist es halt blöd, wenn so richtig heißer Kaffee da drin ist und man ist es nicht gewöhnt, dass nach 10 Minuten der Kaffee immer noch so heiß ist. Und dann habe ich mir heute früh sowas von herrlich das Schnäuzchen verbrannt. Also, dass ich jetzt so leichte Probleme beim Sprechen habe, das tut echt weh. Das ist zu was Sachen. Ja, das war, glaube ich, auch beabsichtigt. Ich habe aber nichts gesagt, dass ich mir die Lippe verbrannt habe. Nein, habe ich nicht gesagt. Du hast ja auch die Lippe gebissen und hast es dir verkniffen, ne? Genau. Ich habe dann die Brandblase aufgebissen, habe gesagt, ich hätte mir auf die Lippe gebissen, genau. Nein. So. Wie schaut's aus? Gut schaut's aus. Maxi Wolter endgültig kaputt. Ich gehe mal davon aus, dass er das Headset meint.
Naja, ich sag mal so, vielleicht kann er noch hören. Das Mikrofon finde ich gar nicht so schlecht, wenn das kaputt ist. Gut, natürlich blöd, wenn er jetzt aufs Podest fährt, weil das hat er sich dann schon verdient, das Interview. Aber im ersten Rennen hat es ja noch nicht ganz geklappt, aber vielleicht klappt es ja jetzt. Mal schauen. So, dann werden wir das Ding jetzt hier starten. Obwohl, wir könnten ja mal eigentlich hier so ein bisschen dahin gehen und mal versuchen. Genau. Gut, wir erwähnen es immer und jedes Mal, aber auch immer wieder gerne und jedes Mal gerne, dass jetzt hier keine Qualifying-Zeiten erscheinen, liegt daran, dass wir jetzt hier kein Qualifying gefahren sind zu dem zweiten Rennen. Wäre vielleicht nochmal eine nette Aufgabe für den Achim Ennenbach, in sein Tool hier aufzunehmen, dass dann auch ein Qualifying-Ergebnis aus dem ersten Rennergebnis generiert wird, was dann hier angezeigt wird. Es müsste da die Rennzeit stehen. Genau. Upsala, das ist clever. Was, wer war denn das jetzt? Enrico oder René? Ich denke mal, Enrico. Und ich glaube, es war der René. Okay. Weil die kuscheln hier noch beide, Kurt und René. Ja, der Kurt ist dann hinten drauf gefahren, nochmal. Ach, herrlich. Ah, da kam gerade der. Also, der Heckflügel... Oha! Nicht schlecht! Über den Wolken. Ja, genau. Hat er den Porsche nochmal auf die Leichtigkeit getestet, ob der auch gut fliegt. Einmal den Heck gerichtet, Auto draufgelegt. Ja. Ja, der stand auch irgendwie schief, der Heckflügel. Also, schon klar, dass der sich in der Luft auch überschlägt dann. Ist halt eine Linkskurve geflogen. So, jetzt sieh aber zu, dass du hier in die Startaufstellung kommst, Jung. Nee, ich glaube, der Enrico war es nicht, weil der ist nämlich jetzt schon im dritten Sektor. Das war tatsächlich René, der da die Karre da... Kann gut sein, dass ihn einer angeschoben hat, ja. Selbstverständlich hat ihn einer angeschoben. Ja. Ja, ich meine, deiner Streckenvorstellung letztes Mal, da war bestimmt auch irgendwas, was da irgendwie nicht so war wie sonst. Wie sonst hättest du da die Strecke verlassen können? Daumen auf der Sprechtaste. Und labern statt fahren. Ja. Ja, vielleicht wäre es ja tatsächlich eine gute Idee, fürs nächste Mal dann die Sprachaktivierung einzustellen, zumindest für die Runde. Das habe ich einmal gemacht und habe danach das ganze Rennen irgendwie den Muss ins Ohr geatmet, also weil ich dann wieder vergessen habe, zurückzustellen. Ja, ich kann dich ja erinnern jetzt. Du bist ich bin über 50. Ja, also. Ja, eben, ich bin noch nicht so alt. Du bist mittlerweile so clever und schreibst es dir auf, genau. Ja, natürlich. Ach ja, so, na gut, dann schauen wir mal. Da haben wir ihn, den André Burger, der da auf Position 1 steht. Der wahrscheinlich gar nicht weiß, wie er da hingekommen ist. Na doch, das wird er schon wissen. Aber... ob er auch weiß, wie er vorne bleibt, das werden wir sehen. So, ja, trotz des kleinen Fauxpas, Kurt Miltenberger left the game.
Was macht man jetzt? Gute Frage. Kannst du mal kurz zu René gehen? Ja, Moment. Ich frag mal eben Kurt, was los ist. Oder frag Kurt genau, ob er wieder rein will, aber dann auch René Bescheid sagen. So, wir sind in der Formation Lab. Wir gehen jetzt mal die Positionen so durch, wie sie momentan sind. Wäre schön, wenn ich das jetzt hier bekäme auch. Ah, okay. Also, auf der 1 haben wir den André Burger. Auf der 2 Dirk Sassmannshausen. Platz 3 für Enrico Herzig. Platz 4 für Mario Schidi. Platz 5 für Fred Dohnke. Auf der 6 Phil Ostaszewski, auf der 7 Maxi Wolter, auf der 8 Christian Rückert, Platz 9 für Dennis Erler und auf der 10 René Herzig. So, der Kurt hat technische Probleme und hat keinen Sound mehr, hört die Motoren nicht an. So, wir haben ein bisschen mehr Platz auf der Strecke, genau. Aber weiter mit Platz 11, Maiko Losche, auf der 12 dann Micha Wirz, Axel Schweiger auf der 13, auf der 14 Edgar Ostermann, auf der 15 Stefan Bäumer, auf der 16 Lars Brokowski, Platz 17 für Steffen Streblo, auf der 18 Simrest TV und auf der 19, jetzt ist er jetzt auch raus, der Kurt, genau. Also sind wir jetzt nur mit 18 Autos unterwegs. Das wird der Action hier keinen Abbruch tun, Gottes Willen. Nee, das glaube ich nicht. Im Gegenteil. Und ich denke, das wird eine ganz, ganz schwere Kiste auch für Christian und für den René und auch für Dennis, da nochmal weiter nach vorne zu kommen, weil der Fred hat gerade gezeigt, dass er sau schnell ist. Und auch ein André Burger, ja. Die Sassmannshausen vorne, den traue ich das zu, dass sie die Position halten, weil du musst hier ja nicht super schnell sein. Du musst einfach nur sauber fahren. Richtig. Und das werden wir jetzt hoffentlich sehen. Hallo, jetzt bin ich bei ganz kleinen Moment kurz. Was ist jetzt los? Und das wird ganz eng. Fred hat einen super Start gehabt, der geht innen durch. Oh, wer dreht sich da? Gedreht. Christian Rückert. Rückert durchgereicht. Christian Rückert hat sich gedreht. Ah, wie bitter. Aber ist auf der 11, hat er sich wieder gefangen. Also, ja, der wahrscheinlich ist hat auf irgendeiner umgedreht. Ja, von Chris. So, André Burger ist... Genau. André Burger ist vorne und Dirk Sassmannshausen battelt sich hier mit dem Fred Dohnke. Fred Ostaszewski auf der 4, also... Was passiert denn da jetzt? Zu dritt hier durch die Kurve. Das war Christian mittendrin, ist auf der 10, Axel Schweiger auf der 9, Edgar Ostermann von der 14 auf die 11. Und vorne fällt der Fred Dohnke zurück. Komplett zurück, jetzt mit auf die 11, 12, auch Edgar erwischt es auch noch, 14. Fred ist richtig, richtig heftig irgendwo eingeschlagen, anscheinend jetzt auf der 15. Christian, ich habe noch auf der 14. Gucken wir nochmal, was da passiert ist. Hier sehen wir Fred Dohnke im Bild. Auf der 3 noch, ja. Gut, bleib ruhig bei uns. Ja, bleib hier, Kurt. Ich werde dich gleich interviewen. Nur schnell die Startphase hier kommentieren. Jo, hier ist er, hat seinen Körper erwischt. Hey, wie bitter. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz blöd. Hier hinten mit dem Hinterrad. Zu heftig über den Körper oder zu früh auf dem Gas. Und dann kommt das Heck. Jo. Edgar trifft ihn dann auch voll. Eieiei, da konnte aber der Fred wirklich nichts mehr machen. Eieiei. So, er ist auch in der Box. Was soll er sonst tun? Ja. Das Auto hat gequalmt.
So. Kurt, erzähl schnell, was passiert? Ja, ich habe keinen Zahn mehr beim Auto. Ach, Herr Jimeni. Und es ruckelt und es, ich kann immer fahren, weil der ist, ich bin gar nicht mehr aus der Box. Ach Mensch, das ist ja bitter. Ja. Ja, gut. Aber jetzt beim Stream, jetzt bin ich beim Stream gerade, guck der Streamer, da höre ich alles doppelt. Ja, dann hast du noch irgendwas an bei dir. Ja, klar, du hörst dich jetzt doppelt, weil du den Stream an hast und jetzt hier im Channel bist, deswegen hörst du das doppelt. Ja, dann geh raus vom Stream, ich guck's nicht mehr an, ich höre halt auch. Nee, du musst hier nur aus dem Channel dann raus, dann hörst du es wieder normal. Ja, wir müssen jetzt auch mal eben hier zurückgreifen, weil hier ist nämlich gerade richtig die Hölle los. Der Christian Rückert war, glaube ich, schon am René herzlich vorbei, jetzt ist der René vorbei, jetzt hat der Christian umgedreht. Ah, es war der Enrico, der umgedreht wurde. Mein Gott. Christian Rückert wieder zurück auf die 5. Unglaublich. Ja. René auf der 6, Dennis Erner auf der 7. Haben wir die 3 da wieder zusammen? Und Edgar Ostermann fährt noch. Tatsächlich, er fährt noch. Ja, wenn er seinen Splitter nicht verloren hat, dann sollte das Auto noch einigermaßen funktionieren. Ja, ist natürlich bitter für den Kurt, dass er da jetzt wegen technischen Problemen ausfällt. Aber ja, was soll er machen? Auf die Schnelle kriegt man das auch nicht hin. André Burger fährt zurück. Dirk Sassmannshausen ist jetzt Vierter. Auf 1. André Burger ist jetzt Vierter. Oh, und da sieht es mir auch so aus, als ob er da irgendwas geküsst hätte, weil er war ja vorne. Also sprich, gucken wir mal, ob wir hier irgendwas ins Replay kriegen. Also nach vorne. Hier ist er noch auf Platz 1, genau. Und auch mit gut Vorsprung, oh, wird der sich ärgern. Wird der sich ärgern? Was ist passiert? Oh, einfach nur zu spät auf der Bremse. Ein blöder Fehler. Hat er noch Glück gehabt, dass er da noch gut wieder rausgekommen ist, weil an der Stelle zurückwärts zu fahren ist natürlich auch nicht ganz ohne. Und der Christian ist schon dran. Der Christian am René vorbeigekommen ist, das muss er uns nachher mal richtig erzählen. Der war ja zurück bis auf 11. Ja, da muss es irgendwo einen Unfall gegeben haben. Vielleicht konnte er die Situation dann mit dem Fred ausnutzen, ne? Vielleicht hat er René mit dem Schlenker fahren müssen oder so. Ja. Was ist das? Das ist einfach ein Programm hier in Monaco. Ja. Ja gut, im ersten Rennen hat er ja nur alles andere als Glück gehabt. Boah, was ein Manöver! Geht da vorbei am André Burger. Ja, und direkt diese Lücke. Ja, das ist also natürlich für jede Zehntel dankbar, ne, die er jetzt zwischen sich und René schieben kann. So ist es. Ja, René muss ein bisschen eher eindenken, als es eigentlich möglich war. Und René hat auch noch den Edgar im Kreuz, wenn ich mich nicht... Ah, nee, den Dennis. Genau. Hinter Dennis haben wir den Maxi Wolter. Edgar Ostermann hält sich noch auf der 10, also... Einschlagen, das ist nicht vermutet, dass der locker nah ist, eine Runde zu fahren. Ja. Uiuiui. Ja, Dennis ist wieder mal ein bisschen härter unterwegs. Ja, was ging los? Und zur Antwort hat er wirklich einen sehr späten Bremspunkt. Das ist jetzt eigentlich die Uhr gekommen. Ja, er hat eine Zusatzbremse nur orange. Und André Burger hat direkt schon 2,5 Sekunden Rückstand auf den Christian.
Ja, nun, das ist halt jetzt hier ganz bitter für René. Der hängt jetzt hier hinten fest. Ich meine, der andere ist ja auch kein Daumenrutscher, also von daher. Jetzt riskiert das. Boah, hat doch einmal kurz die Bremse gelöst, aber die Lücke war einfach nicht da. Das war großes Glück. Ja, die Abstände, ja, 2/10, 2/10, 3/10 hier zum René, Dennis, Maxi, also wow. Und das macht der andere einfach gut. Ne? Das ist das, was ich sage. Dem traue ich es zu. Leider hat er ja seinen ersten Platz da weggeschmissen. Durch so einen kleinen Fehler und jetzt, ja, jetzt macht er es ordentlich. Gucken wir mal ganz kurz nach vorne. Phil Ostaszewski macht hier Alarm in Richtung Dirk-Sassmannshausen. Und auch der Christian kommt näher. Ist also gerade in der letzten Runde schon wieder eine Sekunde schneller gefahren als die drei vorne. Und hat jetzt schon 5 Sekunden Vorsprung auf den anderen. Also, guckt dir das an, wie der die Jungs auffällt. Das ist echt irre. Ja, jetzt ist jetzt hat es vertan. Ja, die Kurve ist nicht seine. Gut, damit ist jetzt der Weg frei für René Herzig, zumindest die Position hinter Christian Rückert zu sichern. Ich werde den Abstand mal im Auge behalten, das sind aktuell 6 Sekunden, die der Christian Vorsprung hat. Mal gucken, was jetzt hier möglich ist. Ah, Christian ist auch schon jetzt direkt dran an Mario Schilli. Das Auto macht immer genau das, was er möchte. Hat er ein Urvertrauen, glaube ich, in sein Auto. Sonst könnte er diese Linie hier gar nicht fahren. Ah, André Burger fällt noch weiter zurück, jetzt bis auf die 13 schon. Ja, ich denke mal, er ist jetzt mit der Situation auch mal ein bisschen überfordert durch diesen blöden Unfall da. Also, hoppala, Herr Rückert, das ist jetzt aber wirklich ein bisschen Brechstangenfahren. Das sehen wir nicht so wahnsinnig gern. Ich denke mal, da sagt sich der Kolosche jetzt, der Mario Schilli auch, ja gut, dann kommt, dann lass den fahren, weil bevor ich mir noch irgendeinen Schaden der Kohle im Auto. Ja, das kann er eigentlich besser. Ja, es war wirklich so ein Manöver, was man in der Realität niemals machen würde und gar nicht auf die Idee käme. Also das war so ein bisschen wirklich, jetzt halte ich hier rein. Schade, schade. Aber gut. Ja, mal gucken, ob das Folgen hat fürs nächste Rennen. Was ich von mir nicht abschütteln lässt, ist der Dennis auf Platz 6 hinterm René. Und der René ist, glaube ich, jetzt hier gerade richtig im Battle mit dem Maxi. Genau. Und die fahren hier gerade 1,40er Runden. Ja. Weißt du auch, warum die so eng beieinander sind? Wohl wahr. Die schnellste Rennrunde aus dem ersten Rennen war eine 34,8. Momentan eine 34,5,6,7 von Christian Rückert. Also in beiden Rennen bisher die schnellste Rennrunde.
Und der ist gerade mit diesem komischen Manöver da trotzdem noch eine 36,6 gefahren. Also fast 4 Sekunden schneller als die drei. Ne? Ja, was nützt es? Wenn der Maxi da den Laden aufhält, dann geht's halt nicht. Ja, hört seinem Teamkollegen den Rücken frei. Ja. Ja. Ich denke mal schon, dass das eine kleine Rolle spielen könnte. Also vielleicht nicht die wirklich entscheidende, aber wenn er die Möglichkeit hat, ein bisschen aufzuhalten, warum soll er das nicht tun? Ja, ja, klar, klar. Hier muss es passen, hier muss es passen und dann kann er versuchen, da rauszukommen und das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Aber wo soll er jetzt hin? Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass das Volta rüberzieht. Das muss man sehen. Hammerharter Fight. Absolut. Sind jetzt auch mal letzten Runde auch wieder 36er Zeiten gefahren. Also wieder auf normalem Level. Der einzige, der 35er fährt da vorne, ist der Christian Rückert, der nämlich jetzt auch schon in den Filmmeisterschichten angefahren ist. Ja, und da haben drei. Wir die ersten drei, genau. Ja. Die sind hier ganz dicht beieinander und ich denke mal, dass der Christian das Ding hier gewinnen will. Der will hier jetzt gewinnen. Und ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass er von einer relativ guten Position dann nach dem Zwischenfall ziemlich weit durchgereicht wurde und dann trotzdem noch aufs Podest gefahren ist. Oh, ich glaube, da erledigt es. Oh, nee. Boah, das hätte ich nie gedacht. Dass der Ostaszewski jetzt die Kurve kriegt. Michael Ostaszewski gerade aus. Leider Gottes. Ah, sehr schade. Ich rieche gerade so eine Mail vom Karl. Ich bin ja sehr geile Spannungsrennen. Macht es mir Spaß anzuschauen. Du sollst nicht schauen, du Nase, du sollst fahren. Mano. Hier Beispiel an Stefan. Das wollte ich sagen, halt. Weil wir haben hier die ersten drei, guck dir das an, die ersten drei innerhalb von 18 und 16 und ich weiß es nicht. Ja. Der Rückert drückt und drückt. Und der René Herzig war gerade ganz kurz vorbei, er war geschehen. Nein, nein. Oh, warum macht er sowas? Oh, ich verstehe es nicht. Ey, der ist so ein klasse Fahrer. Na gut, er hat sich jetzt eigentlich mehr oder weniger nur daneben gebremst, die Lücke ist dann nach vorne zugemacht worden, also guck dir vorne mal. Das weiß man aber ausgangs des Tunnels, ja. Dass wenn man dann nicht rechtzeitig daneben ist, dass man da nicht durchkommt. Tja, ich kann nicht die Lücke rundspielen, sehr denke ich mal. Das schlägt gleich so. Ja, ich denke mal auch. Und jetzt ist aber wirklich sehr dicht dran. Aber sieht so aus, als ob Ostaszewski ein bisschen mehr Speed hätte. Da kommt irgendjemand aus der Box. Ich habe es jetzt nicht sehen können. Stopp. Nee. Nee. Ja, was ein Wahnsinn. Jetzt probier das wieder. Yes. Jetzt ist es aber. Das sauber. War sauber. Das war sauber. P2. Noch einer. Ja. Und den saß man zu Hause. Ich kann es mir richtig vorstellen, wie der jetzt da vorne das Schwitzen bekommt. Den Phil Ostaszewski hätte er vielleicht hinter sich halten können. Aber der Christian Rückert, ich glaube, oder sagen wir mal so, da hätte er keine
Ängste oder keine Befürchtungen gehabt. Aber bei Rückert, ich weiß es nicht. Ja, René Herzi ist auf jeden Fall jetzt vorbei an Maxi Wolter und macht sich auf die Verfolgung von Mario Schien. Ist auch schon wieder vorgefahren bis 8.05. Ja, ich glaube, der Kai hat schon Lust, wie ich gerade so mitgeteilt. Also uns würde das riesig freuen. Gerade noch mal Stefan auch wieder dabei. Was ist das jetzt? Oh, ich dachte es echt, der Sassmannshausen-Lesten vorbei. Das sah jetzt eben so aus. Und ganz ehrlich, das wird wohl auch eher. Es geht ja nach außen. Ja, bist du denn wahnsinnig? Nicht zu spät bremsen. Aber der hat es im Griff, der hat es im Griff. Oh. Rückert macht einen Fehler. Hat aber schon genügend Vorsprung, um die Position zu halten. Aber Osterschützen ist dran. Jetzt muss er sich erstmal wieder nach hinten orientieren, obwohl ich könnte mir vorstellen, dass er relativ wenig Probleme hat, von Ostaszewski wieder ein paar Zehntel wegzufahren in den nächsten drei Kurven. Und wenn er dann kann, weil vor ihm ist ja einer. Ja, ja, drei Zehntel, dachte ich, nicht drei Kilometer. Naja, genau so ist es auch. Also er kann sich Ostaszewski vom Hals halten. Dennis Erner auch vorbei, er macht sie Wolter, damit auch vorgefahren bis 6. So, da haben wir den René. Dann haben wir hier den Dennis, der gerade eben vorbeigegangen ist. Und dahinter den Maxi Wolter. Wir sollten dann auch noch weiter zurückgehen bis auf der 9, 10. Enrico Herzig auf der 8, auf der 9. Edgar Ostermann ganz alleine. Auf der 10 Stefan Bäumer, auch der relativ easy. Axel Schweiger auf der 11, 12 André Burger, Fred Dunke. Dennis Erner hat wieder zurückgefallen und Maxi Wolter vorbeigegangen. Das ist immer, wenn man irgendetwas macht, es ist zu fürchten. So, versuchen wir mal ein Replay zu kriegen hier. Diese Einstellung 45 Sekunden zurück, die haben wir schon ewig. Die schon seit mindestens 2 Jahren ändern. So, hier ist noch alles so, wie es bei, Schikane ausgelassen, da lässt dann auch brav vorbei. Ja. Nur fair. Au! Ich glaube, der ist schon wieder durch, oder? Ach nee, nicht ganz, aber das war ein schöner Drift hier von Herrn Wolter. Vorne unverändert. 15 für Rückstand. Gucken wir mal ganz kurz zum Stefan Bäumer. Warum der so wenig... Ah ja. Autsch. Hoppsala. Jo. Autsch. Ich kann zumindest vermelden, dass der Kai Schikowski es sich überlegen wird und ich glaube, er leckt so langsam ein bisschen Blut. Ja. Ich meine, das, was die Jungs hier abliefern, spricht doch einfach dafür, dass man da mitfahren möchte. Aber hallo. Wenn mir das nicht so viel Spaß machen würde, hier mit zu moderieren, müsste ich da auch drin sitzen und mitfahren, aber nein. Ach, kein Ärger. Da ist der Fehler gewesen, da ist der Fehler. Nee, das war kein Fehler, das war ein Anstupsen. Sicher? Ja. Ja, nochmal ein Stupserchen. Naja, der war nicht wirklich gestupst. Oh, wir haben jetzt 2 Dittmar Finnes, Maxi Wolter und Edgar Ostermann. Das ging aber schnell. Ja, da gab es sicherlich einen Unfall. Jetzt sollten wir da mal schauen, was da passiert ist. Aber der Sassmannshausen hat die Coolness, hier auch die Bremspunkte richtig zu setzen, nichts zu riskieren.
Der sagt sich, wenn du vorbei willst, dann fahr vorbei. Wollen wir eben schauen, was da passiert ist? Bei was? Bei Volta und Ostermann, 12-13 aktuell. Gucken wir mal, ob wir da noch was sehen. Ja, so richtig nicht, da sind wir schon drüber. Oh, jupp, da ist es zu sehen. Aber da ist hier schon irgendwas. Oi. Der Volta fährt doch hier wohl nicht zickzack. Nee, der ist rechts in die Leitplanke reingefahren. Ja, ja. Also hier dreht er sich. Schlägt ein. Jetzt drehe ich drüber um, nach guck mal hinten. Ja, der schlägt hier einmal in die Wand ein und jetzt haut er hier vor die Leitplanke hier vorne. Ja, und hier dann Enrico und Edgar mit. Ja. Ich könnte mir vorstellen, das gibt eine heftigere Strafe, weil das ist wirklich ziemlich fahrlässig. Gut, gucken wir mal wieder hier ins Rennen, weil Christian Rückert beißt sich immer noch die Zähne aus an Dirk Sassmannshausen. Ich könnte mir vorstellen, der Dirk wird da sagen, weich, die 5 Runden, mach Ende. Mach, dass die 5 Runden zu Ende sind. Wow, mal eine ganz andere Linie. Jede Linie, die die Position hält, ist jetzt die richtige. Egal wie schnell. Guckt dir das an. Der Dirk macht keine Fehler. Also er fährt wirklich die Kurven, wo man durchaus mal verleitet werden kann, etwas schneller als schnell zu fahren. Oder etwas zu schnell zu fahren. Macht er keine Fehler. Und da, wo er sich unsicher ist, oder ja, wo er sich sicher ist, dass keiner vorbeikommt, da fährt er auch noch langsam. Nee, Herr Rückert. Eieieiei. Nee, das wird nichts. Also jetzt vielleicht, das ist aus dem Tunnel raus auch wirklich sehr, sehr schwer. Man muss im Prinzip hinter dem letzten Knick oder während des letzten Knicks muss man schon neben das andere Fahrzeug kommen. Was ist denn hier los? Dennis Erlenbach hat auch schon an der Box wieder zurückgefahren bis auf die 9. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber wir sind in Monaco und da bleiben, da erklären sich die Erklärungen von alleine. Ich habe ja bei René Herzig 2 Boxenstopps stehen, aber gut. Also einen zusätzlichen. Ja. Ja, letzte Runde ist halt dann 2 Minuten 13, der war definitiv an der Box. Ja, ja. Das ist, ich gehe mal davon aus, dass der einen Splitter verloren hat oder irgendwas. Weil dann kannst du das hier knicken, dann brauchst du ja nicht mehr fahren. Wohl wahr. Und die herzlich Brüder, schön vereint auf Platz 5 und 6, hatten wir auch schon aber nicht mehr. Ja, und das trotz Boxenstopp, also wenn der wirklich in der Box war. Gucken wir mal. Na, von den Rundenzeiten her war er nicht an der Box. Naja, er hat eine 1,40 hier stehen, aber das war, glaube ich, vorhin, wo wir das gesehen hatten, wo er da im Fall war. Nee, da war der eigentlich nicht an der Box. Nee, das glaube ich nicht. So, guck du mal, hab du mal einen Blick aufs Ranking da oben mit den beiden hier. Ich versuche mal sowas ähnliches wie ein Ranking zu machen. Also, 1 Dirk Sassmannshausen, 2 Christian Rückert. 3 Phil Ostaszewski. Auf der 4 Mario Schiedi. Und die 4 sind alle ziemlich dicht beieinander. Also es sind vielleicht 2,5, 3 Sekunden.
René Herzig auf der 5, auf der 6 Enrico Herzig, auf der 7 Fred Donke, auf der 8 André Burger, auf der 9 Dennis Erner, auf der 10 Axel Schweiger, Platz 11 für Micha Würz, Platz 12 für Stefan Bäumer, auf der 13 Steffen Streblo, auf der 14 Lars Borkowski, 15 für Maxi Wolter und dann ausgefallen Edgar Ostermann, Mai Kolosche, Silber SCV sowieso, Dirk Satzmannshausen führt, der ist nicht ausgefallen. So, und jetzt kommt hier wieder der Angriff. Jetzt müssen wir sofort nach vorne. Genau. Genau. Ja, wir sind da vorne. Ja, gut, ja. Ich habe nur auf die Zeiten geguckt, Entschuldige. Ja. Ja. Jetzt haben wir die ersten drei innerhalb von 6 Zehnteln. Ich denke mal, die ersten 4 innerhalb einer Sekunde oder anderthalb. Und Rückert schiebt und schiebt und schiebt. Und wir sind in der vorletzten Runde. Diese und noch eine Runde. Sassmannshausen muss einfach nur die Nerven behalten. Eine saubere Linie fahren. Schön dem Rückert die Tür zu schmeißen. An den richtigen Stellen einen Fehler machen. Und an den Schlüssel stellen. So, jetzt versucht, nee, versucht's nicht. Eieieiei, das ist aber auch ein Drama hier. Das ist wirklich richtig, richtig dramatisch. So, jetzt hier Rückert wieder. Nein, nein. Auch vor der Schikane geht es nicht. Jetzt wird's hektisch. Ja, wir gehen jetzt in die Runde. Der Maxi Wolter ist jetzt in den Alter zu uns gestoßen. Wir sicherlich was zum Unfall sagen. Wir sind jetzt hier in der letzten Runde und haben die ersten vier innerhalb von 2 Sekunden. Jetzt nicht. Das können wir jetzt gerne nicht. Im Anschluss machen, aber da können wir jetzt nicht unterbrechen. Das ist hier Dramatik pur, wie wir sie nur ganz selten erleben. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn hier. Dirk Sassmannshausen in der letzten Runde. Der fährt eine ganz saubere Linie hier, ich find's klasse. Ja, der macht keinen Fehler, nichts. Ja, ja, ich auch. Der Christian, der versucht da hinten alles, der links und rechts und unten drunter weg und drüber und locker vom Hocker und hektisch um hektisch. Das geht alles hier. Aber er kommt nicht weiter. Jetzt war doch ein kleiner Fehler. Sofort haben wir 7 Zehntel Rückstand, da kann man wirklich jetzt einmal durchatmen, weil jetzt kommt nicht mehr gut die Stellen zu überholen. Hier wäre eine gewesen, da war der Christian jetzt zu weit weg. Und jetzt ist eigentlich vorbei. Ja, jetzt erst recht. Und Christian stellt das Auto quer und verliert auch noch einen Platz. 2. An Ostaszewski und jetzt wohl möglich auch noch. Ja, na klar, auch noch an Erner. Nee, Quatsch, wer ist denn das? Mario Schiri. Ja, hat sich das zurückgeholt. Och, der wird einen Hals haben. Wird der einen Hals haben? Genau, in dem ersten Rennen hat das ja auch weggeworfen. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Herzlichen Glückwunsch an der freut Dirk Sassmannshausen. Dirk Sassmannshausen gewinnt in Monaco. Ist das geil. Das ist aber sowas von geil. Platz 2. Christian Rückert noch auf Podium gefahren. Auf der 3. Mario Schilli auf der 4. René Herzig auf der 5. Und ja, jetzt dauert es ein bisschen, bis Fred Dunkel ins Ziel kommt. Es dauert ein bisschen. Ja, es dauert 35 Sekunden. Es dauert ein bisschen. Boah, was für ein Finish. Unglaublich. Unglaublich, ehrlich. Ja, unglaublich. Das war eine berundete. Ja. Das war der Steffen Streblo. Genau. Da kommt Fred Dunkel. Fred Dunkel. Genau, auf der Platz 6. Damit ist Enrico Herzig noch einen Platz zurückgefahren. Der war ja vorhin noch hinter seinem Bruder. Da ist er nämlich. Platz 7, Enrico Herzig, André Burger, der Pole-Sitter auf der 8. Und Dennis Erner nach Pflichtboxenstopp. Man sieht sie auch einäugig auf der 9. Axel Schweiger. Müsste, ja, jetzt haben wir da ein bisschen Zeit. Ja. Boah, Lux, das war wieder ein richtig, richtig geiles Rennen. Da ist er.
Axel Schweiger auf der 10, auf der 11, Michael Wirz, Steffen Bäumer kommt auch beim zweiten Rennen nach seinem Comeback wieder ins Ziel, hat demnächst hoffentlich wieder einen neuen Teamkollegen, auf der 13, Steffen Streto, Lars Borkowski auf der 14, Maxi Wolter, den werden wir gleich sicherlich nochmal kurz befragen, was da los war, auf der 15, Kurt konnte leider nicht an den Start gehen, auf der 16, Maiko Losche war da ausgeschieden und Edgar Ostermann fehlt mir hier in der Aufstellung, aber der ist auch ein Opfer des Zwischenfalls mit Maxi Wolter. Genau, der steht hier gar nicht mehr irgendwie in der Liste. Warum eigentlich nicht? Keine Ahnung. Ist mir vorhin schon aufgefallen, aber keine Luft gehabt, da was zu sagen. Wow. So, egal was jetzt passiert, ich muss jetzt mal eben ganz kurz weg. Ja, mach mal. Ja, was ein Wahnsinn. Also wirklich ein hammerhartes Rennen, wie es hier in Monaco zu erwarten war. Ich kann es immer noch gar nicht glauben, was wir jetzt hier erlebt haben. Ich muss jetzt auch noch den Christian Rückert interviewen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Bock hat. Ja, wir werden es erleben. Und werden wir mal gucken. Also, damit ihr nochmal seht, welcher Tag heute ist, wann das hier losging und wo wir gefahren sind, wer das immer noch nicht mitbekommen hat. Genau, das war die dritte Runde im GSMF Cup. Heute live aus Monaco. Wir kommen jetzt zu den Interviews. Der Laufsieger, beide Läufe. Und ich hoffe mal, wir kriegen die Herrschaften auch... Nee, ne? Mach mich mal jetzt nicht wahnsinnig hier. Ah, sehr schön. Ja, René Herzig, Dennis Erner, Christian Rückert hätten wir gerne. Ach, was freut mich aufs Interview fürs zweite Rennen. Dann hätten wir auch noch ganz gern Dirk Sassmannshausen, Phil Ostaszewski. Genau. Die Herrschaften hätten wir unbedingt gerne jetzt hier im Interview. Und da kommen die Jungs. Du hast das Ergebnis, Jens? Vom zweiten Lauf, selbstverständlich, ja. Ja. Ob der Christian kommt, ich weiß es nicht. Ist er überhaupt noch da? Oder hat er den Teamspeak schon verlassen? Ich sehe ihn hier momentan nicht. Vorstellen könnte ich es mir, dass er einen Hals hat. Weiß jemand, was mit Christian ist? Ich weiß, dass er hinter mir war. Ja, genau. Genau. Entschuldigung. Ja, also auf alle Fälle ist er jetzt hier nicht da. Er hat die Verbindung getrennt, verlassen, schreibt mir hier der Mike. Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass der wirklich sowas von Hals hat. Schauen wir mal. So, meine Damen und Herren, kommen wir zu den Interviews. Christian Rückert ist zweimal Dritter geworden. Vielleicht überlegt er sich ja noch, Christian, dass du zumindest dann zu Jens ins Interview kommst. Wir sagen trotzdem schon mal, trotz dieses Verlaufs des Rennens, Glückwunsch an den Christian für zwei dritte Plätze. So schlecht ist das jetzt nicht, wenn auch sicherlich da deutlich mehr drin war. Aber gut. Kommen wir zum Dennis. Dennis, dass ich dich hier interviewen darf in diesem Rennen hier in Monaco, freut mich sehr. Du hattest ja wohl auch einen ziemlich coolen Fight mit dem Christian. Das heißt, du hast von dem Fauxpas profitiert dann zum Ende hin. Erzähl mal ein bisschen. Ja, na, den Start habe ich eigentlich total verhauen. Aber ich glaube, nach der ersten 2-3 Kurve, nach der zweiten, dritten Kurve haben sich ja schon ein paar Leute irgendwie abgelegt in eine Mauer. Ja, und so bin ich eigentlich dann nach hinten, hatte ich viel Platz. Da war der Maxi eigentlich die ganze Zeit unterwegs, glaube ich.
Ja, und die zwei Jungs da vorne, die waren einfach schneller. Da dachte ich mir, gut, fährst du deine Runden und hoffst dann auf irgendein Missgeschick von den beiden. Und das ist dann, ja, gut, leider für den Christian dann irgendwie passiert da in der vorletzten Runde. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und dann konnte ich glücklich den zweiten Platz nach Hause fahren. Ich bin halt überhaupt froh, dass ich überhaupt auf Treppchen gekommen bin. Naja gut, aber so unter den Scheffel musst du deine Leistung nicht stellen, weil du warst eigentlich immer um die 2 Sekunden an den beiden dran. Das hat wirklich nur um wenige Hundertstel differiert, so lange bis, ich glaube, bei Christian war es dann, dass ein Missverständnis bei der Überrundung passiert ist. Und ja, wie auch Also ich, immer, aber du hattest eigentlich eine gute Grundspeed. ja, also ich glaube aber, wenn die zwei sich da nicht so gestritten hätten, da um P1, wären die mir normalerweise weggefahren, denke ich mal. Ja, ehrt dich, so eine Denkweise oder das so zu äußern. Keine Frage, aber den zweiten Platz hast du dir verdient, weil da bist du nämlich hingefahren. Und ja, willst du mal ganz kurz was? Nee, warte mal, bist du überhaupt im zweiten Lauf bist du ja nicht aufs Treppchen gekommen, aber Nee. war ja auch ein bisschen hektisch im zweiten Lauf. Erzähl noch mal ganz kurz. Boah, ich hatte da irgendwie so viele Zweikämpfe und auch Dreher vor mir. Und ich weiß irgendwie nur noch, dass ich Ausgang Tunnel über irgendein Trümmerteil gefahren bin. Das sah aus wie irgendwie ein Seitenspiegel. Und der hat mir dann einen Reifen vorne links aufgeschlitzt und auch von den Splitter weggehauen, wo ich dann eingeschlagen bin. Also, ich glaube, vorher war ich Sechster und jetzt bin ich als Neunter ins Ziel gekommen beim Rennen 2, also. Ja, mit einem Boxenstopp auch noch aller Ehren wert. Ja. Ja, René, ist er da? Ja, René ist da. Ah, ja, da ist hier. René, was soll ich sagen? Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Laufsieg. Danke. Aber ich denke mal, wir haben ja schon viele oder in den letzten 3 Renntagen schon einiges von euch beiden gesehen, aber Ja. das heute war ja wohl die Krönung, oder? Es war ja, grenzwertig beziehungsweise über die Grenze hinaus. Also Christian und ich, wir müssen uns ein paar Szenen nochmal angucken zusammen und ja darüber beratschlagen, ob das alles wirklich so seinen Gang lief. Also es war hammer krass, was Christian gezeigt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ziehe ich einen Hut davor, in den Gassen von Monaco hier so ein Rennen zu zeigen und zu liefern und mich so unter Druck zu setzen, das ist, also war echt schon, ja, allen Lobes wert, muss ich schon sagen. Ja. Aber du freust dich natürlich auch über den ersten Platz, oder nicht? Natürlich, natürlich. Obwohl Naja, er ja frag mal natürlich ganz vorsichtig. zu 90, also 10% überschattet wird mit ein paar eingespielten Szenen, die wir uns da geliefert haben. Und Ja. ja, die müssen wir uns mal angucken. Ja, das werden wir sehen. Also gut, ich glaube, dass Christian dann nicht direkt hinter dir ins Ziel gekommen ist, da hast du, glaube ich, nichts mit zu tun. Ich glaube, da war noch ein anderes Auto beteiligt. Aber gut, das werdet ihr sicherlich dann euch, ich sehe, der Christian ist da. Ich würde ihn aber jetzt dann direkt an Jens weiterleiten, weil da kommt er auch hin, weil da ist er auch nochmal auf derselben Position. Ich sag auch an die Laufsieger des zweiten Laufs schon mal von dieser Stelle aus herzlichen Glückwunsch und übergebe an Jens. Ja, gut. Also erstmal, Christian, danke, dass du einmal tief Luft geholt hast und dich jetzt doch hier meinen Fragen stellst. Ich werde doch keine kritischen Fragen stellen, ganz im Gegenteil. Denn das, was du uns hier in Monaco gezeigt hast, der René hat es gerade schon angesprochen, war einfach unglaublich. Absolut unglaublich. Und letztendlich, ich weiß nicht mehr genau, was im ersten Rennen war. Im zweiten Rennen scheint es dann selber verbockt zu haben, so durch einen kleinen Quersteher. Du hattest im ersten Rennen auch nochmal ein Missgeschick beim Überrunden. Aber ich denke, du hast so, so viel zu erzählen. Mach du einfach mal. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie war der Tag für die Katz, wenn man überlegt, wie es hätte sein können. Aber es macht mir eh nicht. Wie René schon gesagt hat, wir haben zwei, drei Szenen gehabt, wo ich mir gedacht habe, ob das wirklich sein muss, dass man mir zum Beispiel in die Karre fährt, dass alles schief und krumm ist und dass der Ostaschewski mich dann noch umdreht an Ausgang, ich weiß jetzt die Kurve nicht mehr. Blitzkehre. Das hat auch nicht sein müssen, weil eigentlich habe ich mir das eingeteilt, wenn ich am René vorbeikomme, kann ich eigentlich relativ entspannt vorne wegfahren, aber wenn man sich dann zweimal dreht, dann kommt man natürlich unter Druck und versucht, das Beste rauszuholen und dementsprechend sind dann auch vielleicht kleine Fehler. Da wollte ich mich beim Enrico auch mal entschuldigen in Rennen 2. Ich habe ihn überholt in der
Ich weiß nicht, wie die Kurve heißt. Zumindest habe ich überholt und gecuttet, habe ihn wieder durchgelassen und ja, den habe ich dann doch noch erwischt und hat er sich weggedreht. Passt irgendwie zum heutigen Tag, dass ich dann im zweiten Rennen dann noch einen Quersteher hatte. Trotzdem Glückwunsch an Dirk, der hat alles gegeben. Wir haben gestern noch trainiert zusammen. Vielleicht hat er sich da passende Sachen angeschaut, wo er mich einblocken konnte. Das gab Zumindest hat er das 20 gut gemacht. Pulspunkte extra, das Rennen von gestern. Mache ich nie mehr, kannst vergessen. Ja, also zum Dir kommen wir ja gleich noch, aber das war schon wirklich toll zu sehen, wie er es geschafft hat, dich da wirklich so konsequent, ja, Ja, was will zu man machen? bremsen, ne? Es ist so. Ne? Voll reinhalten will man auch nicht. Ich habe es zweimal probiert und jetzt fast gekracht. Dann, nee, muss man sich auch mal mit dem zweiten Platz, respektive dritten Platz zufrieden geben, weil die Reifen dann recht runter waren und ich den aus der Chesky noch passieren lassen musste. Ja. Tja, ansonsten war es wieder recht spannend und aufregend, total Wohl wahr. anstrengend. Solltest du dir den Stream anschauen, also da gibt es eine Menge zu feiern. Ah, ob das an Glück ist. Race-Action. Also es ist ja doch, ich denke schon. Also da kannst du dir auch selber zwischendurch mal auf die Schulter klopfen und vielleicht über das andere nachdenken. Also uns hat es wirklich Spaß gemacht. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es keinen Spaß gemacht hat, nur das Ergebnis ist eben nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Gut, aber in Monaco trotzdem nach vorne zu kommen, ist immer einfach nicht einfach, gerade was den zweiten Lauf betrifft. Nee, klar, das Problem ist einfach, dass es verdammt eng ist. Ja, hattest du gerade irgendwas gesagt zu dem ersten Lauf? Gab es direkt im ersten Sektor oben auf der Kuppe in der Linkskurve deinen Dreher? Hatte das was mit einer Überrundung zu tun? Das konnte man nicht so genau erkennen. Ja, das ist eine Situation, die war ja ziemlich strange. Also ich glaube, also René hat es mir auch gesagt, er hat sich völlig auf die Überrunde konzentriert. Hat sich da ist ein bisschen zu spät auf die Bremse, ich konnte reinstechen und er macht mir dann die Tür wieder zu und dann war ich an der Leitplanke und hat es mich natürlich weggedreht. Ich meine, ich kann nicht weiter links rüber als an die Leitplanke in Monaco. Also auf jeder anderen Rennstrecke wäre ich über den Curb raus und dann wäre nichts passiert, aber so ist natürlich Kacke, wenn ich das sagen darf. Klar, meistens schon. Gefährlich. Es ist 22:01 Uhr, du darfst es sagen. Ja, perfekt. Das siehst du. Wenigstens da habe ich ein gutes Timing. Ja, siehst du, wunderbar. Haben gestern eine Menge Punkte mitgenommen. Monaco zweimal auf dem Treppchen. Auch wenn vielleicht mehr drin war, ist es trotzdem ein ordentliches Ergebnis. Ja, zweimal Treppchen ist in Ordnung, aber Punkte auf den René zu verlieren ist natürlich bitter. Du hast im zweiten Rennen ja nicht so wirklich, oder? Ja, weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht nachgerechnet, wo er reinkam. Aber zumindest muss man mal sagen, dass sich unser Maxi auch noch ganz schön gesteigert hat, wollte ich auch noch mal erwähnen. Wenn man sein Quali-Ergebnis anschaut und das Rennergebnis in Rennen 2 gut hat, deswegen verbockt, aber ich glaube, wir Ja, sind auf einem ganz Maxi. guten Stand und wir machen es den Frikadellen nicht so einfach, wie Sie es sich vorgestellt haben. Habt ihr gehört, Frikadellen? Nein. Was? Ich hatte so ein Rauschen im Ohr. Aber eine klare Ansage. Okay, kommen wir mal zu den zwei Platzierten. Phil Ostaschewski auf Platz 2. Turbulente Endphase, oder? Ja, lange Endphase. Endphase fing schon in der ersten Runde an. Als ich überall nur Leute um mich herum hatte und dann 19 Runden lang überhaupt nicht durchatmen konnte. Aber ja, hat sich gelohnt, anzubleiben. Hab da schon mit gerechnet, dass da vorne noch ein bisschen was passieren könnte, weil so wie die zwei da zu Gange gegangen sind, das musste nicht unbedingt gut gehen. Und für mich dann zum Glück find, ist leider ist es dann auch nicht und dann, ja, habe ich noch was geholt. Ja, mein P2 in Monaco, mehr als ordentlich, oder? Ja, ich habe so ein bisschen gehofft, weil Monaco eigentlich eine meiner Lieblingsstrecken ist. Da habe ich schon gehofft, dass ich ein bisschen was holen kann. Gut, wer jetzt ist ja nicht von hinten gekommen, dann wer weiß, vielleicht hätte ich den Dirk noch knacken können und dann wäre es vielleicht noch ein erster Platz geworden. Aber P2, bestes Ergebnis bisher hier, also passt. Das ist doch mal schön. Ein persönlich bestes Ergebnis in Monaco anzufahren, finde ich immer was ganz Besonderes. Ja, nicht nur in Monaco, aber auch hier in der Liga. Also von daher ist schon ganz nett. Ja, ganz nett findet der Dirk Sassmannshausen bestimmt sein Ergebnis auch. Das hast du Mein ganz nett gemacht. Dirk, ich mache es ja immer wieder gerne, ich zitiere an dieser Stelle immer ganz gerne mal Striezel, ich ziehe meinen Hut, den ich gerade nicht auf habe, also das, was du da abgeliefert hast, wie du den Christian dahinter dir gehalten hast, ganz, ganz großer Sport, hat riesig viel Spaß gemacht, hat uns auch gefreut, so gerne ich den Christian auch habe, aber das, was du gezeigt hast, war einfach klasse, erzähl mal.
Also meine Quali war ein Horror, da ging irgendwie gar nichts. Ich glaube, ich hatte nicht mal eine 35 oder so und habe gedacht, ah, scheiß drauf. Monaco, ja, eigentlich mag ich es, aber es funktioniert irgendwie nicht. Und das erste Rennen war ganz okay. Und dann dachte ich, scheiße, auf zwei, das geht ja gar nicht. Wo muss ich bremsen? Wieso sind da keine Autos? Hilfe. Und dann, ich weiß nicht, wer dann, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie bin ich nach vorne gekommen, wegen dem Unfall, glaube ich, in der ersten Kurve oder so. Und dann habe ich gedacht, oh geil, eine Führungsrunde. Und dann in der zweiten Runde habe ich gedacht, oh geil, schon die zweite Führungsrunde. Aber das war's dann, weil ich gedacht habe, ja, ist gut, so Runde 8. Und ich dachte, nee, niemals. Und dann habe ich gesehen, dass der Christian, ich habe immer die Anzeige an, wer hinter mir ist. Hab gesehen, scheiße, Christian rückt mit Riesenschuhen an. Und ich weiß, dass er gestern immer 2 Sekunden schneller war wie ich. Und das Witzige war, wir hatten vorher im Teen-Channel noch, ja, Monaco war einfach, ich mach die Spiegel aus und mir ist scheißegal, wer hinter mir ist, ich bin der Ignorator. Ja. Und genauso habe ich das dann durchgezogen. Ich dachte, mir scheißegal, fahr an mir vorbei, ist mir egal. Wenn, sobald ich meinen Bremspunkt ändere, bin ich eh weg. Also wenn du schneller bist, musst du vorbei. Und dann, das dachte ich so bis 2 Runden vor Schluss, dann habe ich gedacht, nee, ich werde lieber Dritter und lass ihn vorbei. Und irgendwann dachte ich, ach scheiße, nee, ich will nicht, ich will Erster werden. Und dann, ja, war dann irgendwann, ich glaube, ich bin bestimmt mit einem Puls von 180 ins letzte Mal ins Schwimmbad gefahren. Und dann, ich glaube, beim Christian ist irgendwas passiert, weil ich schon ziemlich knapp war und ich glaube, dann hat er sich ein bisschen verschätzt oder ich weiß nicht, auf jeden Fall ist er dann eingeschlagen, da habe ich gedacht, wir wollen jetzt nur noch fahren, am besten gar nicht mehr schalten, nur noch ins Ziel kommen. Also das war echt mächtig, ja. Ja, grandios. Du solltest dir das unbedingt anschauen, solltest dir das runterladen, abspeichern, ja, sichern und aufbewahren. Also definitiv. Ganz, ganz toll. Hat richtig, ja, Spaß gemacht. Klasse. Glückwunsch. Ja. Dankeschön. Ja, genau. Bevor wir jetzt zum Schlusswort kommen, wir hatten den Maxi, wenn er noch da ist, vorhin noch kurz im Interview. Ich würde ganz gerne kurz in 3 Wörtern hören, was da los war auf der Start-Ziel. Das war ja doch... ja, ein heftiger Crash. Ja, ich bin abgeflogen, der Dennis war hinter mir, dann bin ich in der letzten Kurve zu früh aufs Gas gesappt, dann hat es mich gedreht und dann hat irgendwie mein Lenkrad gehangen und blockiert. Ich bin von der Wand nicht mehr weggekommen, ich saß hier und habe gerudert wie ein Blöder und bin von der Wand nicht mehr weggekommen und dann sehe ich nur noch die Boxenausfahrt und denke mir, oh, jetzt ist es definitiv zu spät und dann schießt er einmal quer über die Straße. Sorry an Enrico, dass ich den getroffen habe und ich glaube, der Edgar war noch hinten dran. Tut mir sehr leid, dass das passiert ist. Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Na, wir hatten gesehen, du bist so beim dann geradeausfahren nach dem Einschlag so 3, 4, 5 Mal rechts in die Mauer gefahren. Hast du das so nicht gemerkt? Also, oder hast du gedacht, du fährst geradeaus? Ich habe es gemerkt. Also mein Lenkrad war ja schief gestanden, war ja, in Richtung Mauer gestanden. Und das habe ich gesehen und saß hier an meinem Lenkrad, an meinem G25 und habe gedreht wie ein Blöder, dass ich von der Wand wegkomme. Also das, ich weiß nicht, was da war. Und dann habe ich die Kiste abgestellt, weil dann war ja eh hinüber. Ja, danach war dann wirklich Schluss. Das war. Also wie gesagt, es tut mir leid da an der Stelle an Enrico und an Edgar oder wer auch immer da noch reingeknallt ist. Aber ich, ja, wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Ich muss da mal ein Lenkrad mal auseinanderbauen. Ein bisschen WD-40, alles Reiniger rein. Ja, gut, dann haben wir heute, ich glaube, zumindest das actionreichste Rennen gesehen der bisherigen Saison. Ich kann mich allerdings entsinnen, dass es letztes Jahr in Monaco nicht weniger actionreich war. Ich freue mich sehr, dass das trotz der Vorfälle, die passiert sind, immerhin noch ein gutes Rennen war. Die Rennkommission beneide ich weiß Gott nicht, weil ich habe eigentlich keinen gesehen, der nicht gekartet hätte. Also ich weiß nicht, wie wir da nächstes Mal, bitte macht nicht wieder so viele Plätze Zurückstellungen, weil wenn wir alle zurückstellen müssen, stehen sie hinterher wieder wie vorher. Und keine Ahnung, also ihr werdet das schon machen, da bin ich mir sicher. Und dann werden wir mal gucken, was das Ganze hier bringt. Und ja, ich freue mich sehr auf in 3 Wochen. Ja, da geht's dann direkt in den nächsten Leitplankenschlauch, nämlich das den Nürburgring. Da sind wir hier irgendwie alle in Übung, wir beim Kommentieren, die Jungs beim Fahren. Eins möchte ich noch kurz loswerden. Wir waren das auch hier im zweiten Rennen, glaube ich, nur 18 Fahrer.
Nichtsdestotrotz, Jungs, was ihr hier abliefert, da braucht man keine 40 Fahrer. Ihr 17, ihr 20, ihr 25, die hier gerade aktuell fahren. Ihr bietet hier so eine tolle Show. Jeder, der hier nicht mitfährt, ist es selber schuld. Also es macht einfach riesig Spaß und lasst uns das hier so weiter zelebrieren. Genau. Ja, dann sagen wir schön vielen Dank an die Jungs, die uns hier die Action geboten haben, nicht an unsere Fahrer und natürlich auch an unsere Zuschauer. Und wir freuen uns auf ja, das nächste, auf den vierten Lauf auf dem Nürburgring dann. Und ja, bis dahin, alles Gute, habt euch wohl, schöne Woche. Und Moment, jetzt muss ich erst mal überlegen, ist das noch dieses Jahr? Ja, ne? Ein Rennen haben wir noch, oder? Nee, wir haben in 8 Tagen schon Weihnachten. Ja, ja, nee. Oh, ach Mensch, 8 Tage ist ja schon Weihnachten. Ja, dann ist sagen wir mal schöne Weihnachten an alle und ein gesundes neues Jahr. Ich bin noch echt am Anfang des Monats, weil das Geld ist schon alle. Und ja, also alles Gute für euch, eure Freunde, eure Familien und wir sehen uns in 2014 wieder. Bis dahin. Danke, Lutz, dir auch. Euch auch. Dir auch. Ciao. Jo, genau.